Ah, die Kinder Tyrias. Kommt her, kommt her, kommt näher. Ich weiß, was ihr wissen wollt. Wollt wissen, was Drachen für Sachen machen, was Reis und Eis gemeinsam haben, wo Ungeheuer aus Feuer Urlaub machen. Kommt, kommt, setzt euch, setzt euch und höret die neue Ausgabe des Guild News Podcasts. Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Game. Ich hab meinen Spaß, es passt. So. Hallo und herzlich willkommen zum Guild News Podcast 375. Hallo Omar Dotson. Excelsior Sky. Ja, ich hab mal das Intro wieder ein bisschen. Ja, irgendwann kriegen wir es mal wieder perfekt hin. Du warst letzte Woche nicht da, ich bin ganz. Ja, ich war ja gemutet, aber du nicht. Ja, passt schon. Irgendwann kriegen wir das schon wieder ganz normal. Ja, aber die Leute wissen, dass du Spaß dran hast. Das ist doch die Hauptsache. Ja, solange auch die Leute irgendwie vielleicht Spaß dran haben, bin ich auch ganz zufrieden. Aber unsere Zuschauer sind jetzt alle. Es sind immer so meine Bullshit-Ideen, die ich dann im Bart habe. Jo. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, gut, dass ich wieder gesundet bin. Genau, aber Niki hat mich ja ganz gut vertreten. Ich habe meinen ganzen Guild News Podcast, ich weiß schon gar nicht mehr wann, aber den habe ich nochmal komplett durchgehört. Ich glaube, ich habe dabei PvP gespielt, als ich das gemacht habe. PvP habe ich in letzter Zeit wieder öfters in den Händen. Ich habe unter anderem, kleiner Tipp, Samstagabends, wenn das monatliche Turnier spielt, dann müsst ihr PvP-Turnier spielen, weil da machen ganz wenig Leute mit und die haben alle nichts drauf. Und da habt ihr eine gute Chance, die mystische Münze dann abzugreifen. Das ist mein Tipp. Das hat extrem gut funktioniert. Wieso steht bei Dotson Niki? Das ist vollkommen richtig. Ach so, ja, stimmt. Das ist ein Fehler meinerseits. Ja, so sieht Niki aus, meine Freunde. Ich weiß nicht, wie ihr sie euch ausgemalt habt, aber so sieht Niki aus. Das Problem können wir doch direkt lösen. Machen wir einfach hier das Niki-Profilbild drauf und die ist. Nein. Okay. ja, das kommt davon, wenn man vor dem Podcast über viel zu viele Themen redet. Und mach du mal weiter, komm. Ja, über was reden wir heute? Nee, geht's schon mit den Kommentaren? Ja, wir reden heute unter anderem, um das direkt zu sagen, letzte Woche wurde nicht über die Story der letzten drei, vier Drachenmissionen nicht geredet. Allgemein, was da so abgelaufen ist. Heute werden wir diesen Eisberg nicht versuchen zu umschiffen, sondern geradewegs über die Story sprechen und auch ein bisschen drüber hinweg. Das und auch über den Guild-Chat, der wirklich einige sehr coole Informationen bereithielt. Oh, ja. Und noch einige andere Sachen. Ich glaube, eine Hausaufgabe haben wir auch noch zu erledigen, die mir aufgetragen worden ist. Und, ja, irgendwas mit Geisterscherben. Genau, irgendwas mit Geisterscherben. Und dann würde ich sagen, retten wir uns direkt in die Kommentare zum letzten Podcast. Ich glaube, zum vorletzten, zum Podcast davor gab es ja, glaube ich, gar keine. Nein, da ne? gab es nichts. Leider. Genau, das war schade. Aber gut. Zum einen hat einer dich für den Titel, und zwar genauer gesagt The Maniac, für deinen Titel, den du letztes Mal gemacht hattest, gelobt. Der lautete ja Kapitel 2 macht alles besser. Fragezeichen, das war ja der Titel. Ja, ich habe sogar von unserem Chefredakteur ein Lob bekommen. Okay. Was hatten wir noch so? Oh, genau, über WVW hattet ihr auch ganz kurz geredet. Vollkommen richtig, weil der Senior WVW-Designer Posten nicht mehr in den Job-Openings vorkommt, also richtig. Entweder besetzt worden ist oder weggekürzt worden ist.
Und dazu hatte Kai Rascher auf YouTube den Kommentar geschrieben, ich zitiere kurz, das Allianzsystem können sie ganz weglassen. Dafür sollten sie WVW überarbeiten und attraktiver machen. Mehr auf das Ausbauen von Türmen festen Wert legen, als auf das Überbloppen. Teilweise hat man gar keine Chance mehr, Festen und Türme zu verteidigen. Ich gebe ihm da ein Stück weit ziemlich recht, weil ich weiß nicht, wie du dich im WVW auskennst, aber früher war es nämlich so, dass du Punkte gemacht hast für deinen Server, indem du einfach Festen, Lager und Türme gehalten hast und hast darüber deine Punkte bekommen. Inzwischen bekommst du aber auch Punkte dadurch, dass du Gegner killst. Und es ist halt inzwischen so heavy, das ganze Thema, dass du mit deinem Server mehr Punkte machst, indem du die Leute killst, als dass du die Sachen hältst. Und das ist ziemlich kontrovers und die Sachen sind halt auch extrem schwierig inzwischen einzunehmen. Ich habe gestern WVW gespielt. Ich glaube, wir haben einen ziemlich starken Raid. Ich glaube, 3, 4, 5 Anläufe gebraucht, bis wir eine Feste, die voll ausgebaut war, eingenommen haben. Und wir sprechen hier von der Feste, wo noch nicht viele beziehungsweise gar keine Belagerungswaffen drin standen. Die Leute igeln sich geradezu ein, zum Teil in diese Festen. Extrem. Und ich gebe ihm auch recht, ich habe auch gestern, weil gestern Warteschlange war, auf meiner Wunschmap im WVW Rand der Nebel gespielt und da hat man mal wieder gesehen, wie kreativ eigentlich Rand der Nebel ist. Also Rand der Nebel, die hat ja ganz viele Mechaniken, die siehst du sonst gar nicht im WVW, wie eine Statue, die du einnimmst und dann kannst du auf andere Türme mit Kanonen, die auf der Statue draufstehen, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass da Kanonen auf einer Statue stehen, einreißen damit. Und genauso sagen, das sind ganz viele kreative Ideen auf dem Rand der Nebel und ja, wäre wünschenswert, wenn man dann vielleicht eine WVW-Map, eine neue kreiert, wo man auch diese ultra-kreativen Ideen hat. Anders als zum Beispiel am Wüstengrenzländern, die sich eigentlich dadurch abheben, dass in jedem Feste irgendwelche komplett nervigen Bosse drinstehen haben, die sich hin und her porten, sodass du keinen Schaden drauf machst oder sonst irgendwas. Ja, nee, es stimmt schon. Also der Spielmodus muss definitiv ein bisschen modernisiert werden. Weil Allianz-System alleine reicht dann. Ja, und wir haben ja auch schon Berg gehört, der der Meinung ist, und da teile ich auch ein Stück weit seine Meinung, das Allianzsystem ist vielleicht nicht das, was wir brauchen und auch nicht mehr das, was wir wollen. Also früher gab es auf jeden Fall ein Need dafür, aber ich glaube, dass die Idee der Allianzen ist, glaube ich, inzwischen überholt, denke ich. Ja, ich glaube, da könnte man vielleicht eher hergehen, vielleicht nur die Anzahl der Server nochmal reduzieren. Ich glaube, das wäre dann interessanter. Gut, wir müssen mal schauen, was in Kanta kommt. WVW dann. Also vielleicht da endlich die Updates fürs WVW machen. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass mit Kanta, also mit dem kommenden Add-on, irgendwas sich im WVW ändern wird. Außer, und das sind da eigentlich doch relativ große Änderungen schon, dass die Änderungen an den Klassen, die neue Elite-Spezialisierung, die ja immer wieder neue, sehr coole Ideen mit reinbringen. Also, wenn ich nur überlege, was Path of Fire mit reingebracht hat, an neuen Fähigkeiten, die im WVW wirklich inzwischen essentiell sind. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob sie da wirklich mit sehr coolen Ideen um die Ecke kommen. So, kommen wir auch schon Richtung Drachenhilfsmissionsthemen, richtig? Und zwar hatte Floxus festgestellt, dass man am Tag bis Dienstag gerade mal 15 Deldrimor Unterstützungsmarken bekommen hat und man braucht ja 75 für die Deldrimor Steinhaut, nee, die heißt glaube ich einfach nur Deldrimor Infusion. Sprich, was ist 75 durch 5? 15? Sind das 5? Nee, weniger. 3? Nee, mehr. Ja, was weiß ich. Man muss sich da ein paar Tage ranhalten und alle musste sich dranhalten und möglichst viele Aufgaben erledigen, um die 75. Ja, also wenn man direkt gestartet hat am Dienstag, müsste ich sagen, am Samstag wäre es soweit gewesen. Das hatte auch der Joey aus dem Guild-Chat gesagt. Ich hatte am Sonntag meine Deldrimor-Infusion zusammen gehabt.
Ist ein ganz nettes Ding. Ist vor allem cool, du kannst die auch mit anderen Infusionen kombinieren, zum Beispiel mit der Glutinfusion. Dann sieht das Ganze nämlich so aus, dass deine Haut dann Lava ist oder Glut halt und deine Kleidung dann aus Stein. Sieht extrem gut aus. Funktioniert wirklich extrem gut zusammen. Ich habe ja eine Glutinfusion bei mir gerade aktuell noch rumfliegen, mit der ich immer noch nicht weiß, was ich mit der machen soll und habe die einfach mal kombiniert. Aber, meine Freunde, alle Leute, die jetzt meinen, verdammt, ich habe jetzt gar nicht die Delrymore-Marken zusammenbekommen, keine Angst. Ich habe auch extra gerade nochmal nachgeguckt. Man kann jetzt für die Unterstützungsmarken, das sind diese Marken, die man jedes Mal bekommt, wenn man eine Drachenhilfsmission abschließt, und ich meine auch, da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, auch durch Dailies bekommt bei den Drachenhilfsmissionen, kann man sich die Delrymore-Infusion kaufen. Das war ja auch schon bei den anderen Fraktions-Events so der Fall. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch noch mit Luck probieren und die Delrymore-Kisten kaufen. Auch die könnt ihr jetzt für Verteidigungsmarken kaufen. Oder, wenn ihr noch Delrymore-Marken habt, auch mit denen noch Delrymore-Kistchen kaufen. Aber dann braucht ihr extrem viel Luck dafür. So, was haben wir noch so? Ja, wir haben sogar ein neues Community-Mitglied hier, Robin, sich gefreut hat oder gefragt hat, ob wir den Podcast öfters machen. Ich glaube, du hast sogar geantwortet, oder war das eben aus dem Team? Ich weiß ja nicht, wer bei euch immer Killgnus ist. Das war ich. Ich habe extra, wir machen es immer so, dass wir auch unseren Namen drunter schreiben. Ja, okay, siehst du, das habe ich genau, das hatte ich beantwortet, tatsächlich, okay. Ja. Ich gucke regelmäßig in die Kommentare da rein, um schon ein bisschen im Kopf vorbereitend zu können. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen dafür. Ich freue mich tatsächlich, wenn wir neue Leute bekommen. Ja, und wenn die Leute auch direkt so begeistert sind, wenn ich... Ja, ich lag wahrscheinlich nur an Niki. Jetzt ist Niki wieder weg und jetzt geht's. So, dann hatten wir, mit dem Patch kam ja auch die Möglichkeit, dass man Viper-Stats, exotische Waffen mit Viper-Stats und ich meine auch Minnesänger und einigen anderen ziemlich viele handeln kann. Und Marcellus Wallace sieht das Ganze ein bisschen kritischer und fragt, Moment, welcher neue Spieler hat eben mal 60 bis 70 Gold nur für die Rüstung? Ja, sehe ich vollkommen, hast vollkommen recht, aber im WoW hatte das tatsächlich sogar positive Schwingungen zum Teil verteilt. Denn es ist so, wenn da wird zum Beispiel extrem viel auf Minnesänger gespielt und die Leute wollen halt vielleicht eine Klasse kurz antesten mit all ihren Stats, so, ja, also Minnesänger zum Beispiel, ohne sich direkt die aufgestiegene Rüstung zu bauen, und dann investieren sie halt 60 Gold und dann haben sie eine komplette Rüstung fertig, ohne halt direkt mit aufgestiegen anzufangen. Ja, es ist halt schwierig, das Gold zusammenzubekommen für neue Spieler, ist vollkommen richtig. Aber ich habe mich auch schon gefragt, also was ja, glaube ich, nicht drin stand oder ihr nicht großartig beredet hatte, eine Sache, die mich massiv an Heart of Thorns damals genervt hat, waren Rezepte, die ins Spiel kamen, Kochrezepte, die Bufffood hergestellt haben, dass ein Account gebunden war. Und ich saß da, ich bin Koch, ich möchte auch irgendwie Gold machen. Ich habe hier coole Rezepte, die möchte ich irgendwie kochen und dann unter das Menschenvolk bringen, im Handelsposten damit Kohle machen. Und habe mich immer gefragt, warum muss das Zeugs Account gebunden sein? Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Ja, das auf jeden Fall. Außerdem, was man noch sagen kann, die ganzen Stats wie Minnesänger und so weiter, die sind einfach von Natur aus teuer, weil die Materialien verlangen wie, ich glaube, es sind Süßwasserperlen. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher, was es zum Beispiel über Minnesänger ist. Weiß es gerade nicht mehr. Ist schon länger her, dass ich das gebaut habe. Und die Materialien sind schon so selten, dass da der Wert im Handelsposten schon dadurch berechtigt ist. Also das ist ja nicht... der Wert ist nicht deswegen so hoch, weil die Verkäufer euch damit
foppen wollen, sondern weil halt das der tatsächliche Wert des ganzen Dings ist. Man müsste eigentlich mal gucken, ob man damit Gewinn macht, tatsächlich. Das könnte man eigentlich mal nachschauen, so Viper oder so. Dann hast du was fürs Wochenende, für den Sonntagsstream. Nee, wenn, dann mache ich das privat, damit keiner mir meine Goldquellen abgreifen kann. Ja, das ist ja kein Problem. Ja gut, ich noch was dazu sagen? Ja, also er hat definitiv recht, für Neulinge ist es nichts. Aber für Leute, die schon etwas länger spielen und dann vielleicht sich doch mal einen zweiten Charakter angucken wollen und nicht direkt aufgestiegen nutzen wollen, was immer extrem teuer und auch ein Tal der Tränen ist, ist es nicht schlecht. Definitiv Quality of Life. Und so wie auch Gau schreibt, es kann ja sein, dass die Preise sich in der Zeit einfach regulieren. Ja, definitiv. Also, was ja auch der Fall ist, ist ja, ich meine, stand in den Patch Notes auch drin, dass die Maguma-Lilien jetzt häufiger droppen. Die bekommt man ja, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, Dschungelpflanzen abbaut. Aber effektiv ist die Droprate nicht dadurch so extrem hoch gegangen, dass der Preis von den Dingern extrem gesunken ist. Es ist sogar wohl so, wurde es mir zumindest erzählt, dass die ziemlich stabil sind im Preis. Also man hat da kaum was gesehen daran. Ja, gibt jetzt mal Infusion. Das hatten Sie ja auch erhöht. Ja, da habe ich aber auch davon nur was bisher vom Hörensagen mitbekommen, dass das Leuten gedroppt worden ist. Also selbst miterlebt habe ich das aber auch noch nicht. Naja, vielleicht kriege ich ja mal eine. Würde mich ja mal freuen. Ja, so 1 mal 10 hoch minus 9 oder so. Auf minus 8 gemacht. Ja, ich glaube, am Sonntag hatte ich noch nachgeguckt, da war die Chuck-Infusion zum Beispiel gar nicht im Handelsposten zu finden. Also scheint wohl immer noch selten genug zu sein, dass sie durchaus immer noch das seltenste Item oder das teuerste Item, was man handeln kann. Ich frage mich, ob die unsichtbaren Schuhen sogar noch selten ist. Nee, die sind tatsächlich, die sind glaube ich 500 Gold wert oder so. Was? Und 5000? Ja, ja, nee. Bitte. Also 500 wäre ja schon wieder ein Schnitt. Ja, wie viel sind die denn wert? Damals 5000? Waren sie 2.000 bis 3.000. Ich nehme ja, das sind Peanuts. Das sind Peanuts. Also du kannst im Handelsposten Item reinstellen mit einem Maximalwert von 10.000. Ja, so teuer sind sie. Und das macht keiner mit der Chuck-Infusion, weil die ist noch mehr wert als die 10.000, die man im Handelsposten rausholen kann. Deswegen nutzen da die Leute dann den Sekundärmarkt und tauschen das dann gegen, was weiß ich, mystische Münzen ein oder so. Also wirklich, Chuck-Infusionen sind extrem teuer oder auch andere Infusionen. Unsichtbare Schuhe sind aktuell zwischen 3.300 und 3.500. Ja, die droppen halt auch furchtbar. Ich weiß, dass Bretil, unsere Community, die getroppt bekommen hatte. Irgendwann letztes Jahr, glaube ich, im Sommer, wenn ich mich nicht erinnere. Mhm. War okay. Die letzte Person, von der ich weiß, dass er getroppt. Eine Freundin von mir, die farmt immer noch seit 2 Jahren, 3. Also, ja, Glück ist halt so eine Sache in dem Spiel. Gut, du hattest eine schöne Kommentare durch, ne? Ja, du hattest eine schöne Überleitung eigentlich gemacht mit Gold verdienen, weil du deine Tipps nicht verraten wollte. Da gab es etwas mit Geisterscherben. Ja, genau. Die Geisterscherben, die wurden ja mit dem letzten Patch als Drop aus den Champion-Taschen entfernt, um den Wert der Geisterscherben zu steigern. Ich mag mal zu behaupten, dass das nicht großartig die Geisterscherben seltener machen, weil die kriegt ja nach wie vor durch jeden Level ab. Den bekommt ihr nach wie vor, wenn ihr Dailies macht. Da kriegt ihr jedes Mal, wenn ihr die Daily fertig gemacht habt, 10 Geisterscherben, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und Leute, die, jetzt muss ich kurz überlegen, WVW auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es im PvP noch der Fall ist. Da gibt es die Folianten des Wissens und die kann man dann auch wieder gegen Geisterscherben austauschen. Und als WVW-Spieler weiß ich, wie viel man von den Dingern bekommt und nichts damit anfangen kann. Und dementsprechend tauscht man die dann irgendwann gegen Geisterscherben ein. So, die Frage, die ihr euch noch gestellt hattet letztes Mal, war ja, wofür verwendet man die? Und viele haben gesagt, für Legendaries. Ja, ist richtig. Also, um euch mal ein Beispiel zu geben, man kann rein hypothetisch pro Geisterscherben um die 3 Gold machen. Rein hypothetisch.
Dafür müsstet ihr zum Beispiel einen Trieschmiede-Anhänger herstellen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Das ist ein exotisches Accessoire. Nee, Amulett ist das, glaube ich, ein Amulett. Und wenn ihr das herstellt, dann würdet ihr pro Scherbe 3 Gold, 30 Silber ungefähr Gewinn machen. Das Problem allerdings ist, wenn es jetzt Leute gibt, oh geil, ich gehe jetzt her und stelle Trieschmiede-Anhänger her oder was gibt es denn noch? Mölnir könntet ihr auch herstellen, da werden die nämlich auch verwendet. Das Problem ist, das kauft halt keiner. Ich hatte nämlich auch vor einigen Wochen tatsächlich die Idee, was kann ich denn mit mystischen, Geisterscherben machen? Und habe mir dann zum Beispiel mal Eidolon angeguckt. Das ist so ein Geisterschild, wo laut GW2 Efficiency, da kann man das nämlich nachschauen, pro Scherbe ein Gold macht. Habe mir das einfach mal auf dem Markt angeguckt. Wie sieht denn das denn da so im Handelsposten aus? Und das kauft halt einfach keiner. Also man sieht das halt wirklich, dass da eher die Menge, die da verkauft wird, steigt, als dass jemand dieses Item kauft. Ich glaube, eher stellen die Leute es selber her. Du hattest, Sky, meine ich doch, letzten Podcast, glaube ich, auch angesprochen, diese Geschichte mit, war das der Shaman? Nee, mit Wooden Potatoes und den Baronen, richtig? Mhm. Ja, aber ob das vielleicht mit einer der Gründe war. Ja, das hängt nämlich damit zusammen, mit den ganzen Geisterscherben-Geschichte. Mhm. Weil für die Leute, die das nicht wissen. Es gab halt mal so eine ominöse Gruppe, so haben sie sich praktisch dargestellt, mit Wooden Potatoes zusammengehockt und haben ihm erzählt, wie man extrem viel Gold machen kann. Und da ging es im Grunde um ein Subreddit, was meiner Meinung nach inzwischen tot ist. Das nennt sich nämlich GW2 Exchange. Das ist ein Sekundärmarkt, wo die Leute Sachen angeboten haben, wie eine Chuck-Infusion und andere Sachen. Und eine Sache, die dort auch angeboten worden ist, ist, dass die Leute Materialien wie Precursor und T6-Mats und so weiter den Leuten zuschickt und die Leute dann ihre Geisterscherben und ihre Gabe der Erkundung dafür verwenden, um das Legendary herzustellen und dann das fertige Legendary zurückgeschickt haben. Damit haben einige Leute Kohle gemacht und ich weiß nicht, ob das immer noch so ein großes Ding ist, ehrlich gesagt. Ich bin in diesem ganzen sekundären Markt nicht so, bis gar nicht drin. Ich habe da noch nie gehandelt. Ich versuche das auch relativ zum Schiffen, dieses Thema, ehrlich gesagt. Denn wenn da irgendwas passiert, ja, dann seid ihr halt nicht abgesichert durch ArenaNet. Weil ArenaNet sagt, alles, was außerhalb des Handelsposten an Handel passiert, da sind wir einfach draußen, da können wir nichts helfen. Tut mir leid. Ja, das stimmt. Ja gut, Altan schreibt ja auch, dass man aus den Geisterscherben mit Mats aufwerten kann. Aus ja, das ist so, das ist wahrscheinlich das, was die meisten tatsächlich nutzen. Warte mal, da wollte ich mal kurz, ich hatte doch hier noch was offen gehabt. Genau, dann lohnt sich zum Beispiel aktuell am meisten die Totems, die T6 Totems herzustellen damit. Genau, das bringt es wohl am meisten. Da macht man dann wohl pro Geisterscherbe 14 Silber so ungefähr. Ja, wenn man das hochrechnet auf, was wird man so haben, 1000, dann sind das halt durchaus mal 12.000, nicht 12.000 Gold, das sind dann 1200 Gold. Das ist richtig gerechnet. Wenn du 1,2 bekommst dafür, mach die Rechnung selber. Mathe ist nie. Ist auch Mathe für uns schon heute, die 18. Mathe, Stunde, oder wie war das? Mathe ist heute nicht mehr mein Ding. Ich habe heute schon zu viel gerechnet in meinem Kopf, ehrlich gesagt. Warum haben sie das gemacht? Ja, das ist einfach ein Versuch zu gucken, wie reagiert jetzt der Markt darauf. Mhm. Mhm. Weil wenn du natürlich genug Champion Taschen natürlich hast, kannst du dementsprechend ja theoretisch gesehen mehr rausbekommen, als wenn du Champion-Taschen sind ja eine Sache, die bekommst in allen Modi. Die bekommst du im WVW, im PvP, die kriegst du auch natürlich im PvE, ist ganz klar.
Und ich nehme an, sie wollen einfach gucken, was passiert jetzt. Ja? Wie stark hat das denn für einen Einfluss gehabt? Und gehen dann vielleicht hier und stellen dann nochmal eine Schraube rein, dass man, was weiß ich, 2 Level-Ups für eine Geisterscherbe braucht oder 2 Folianten. Ja, 2 Folianten des Wissens wird ein bisschen kritisch, weil dann verwendest du die einfach und kriegst dann doch wieder die Geisterscherbe. Aber vielleicht wollen sie da irgendwo die Stellschrauben stellen und dann im nächsten Schritt im Add-on vielleicht die Geisterscherben nochmal eine ganz andere Bedeutung geben. Wäre ja durchaus nicht ungeschickt, weil wir haben inzwischen so viele Währungen, dass ich, also ich selber, komplett die Übersicht über die ganzen Währungen, die es inzwischen gibt, verloren habe. Ist irgendwie sowieso komisch. Obwohl, klar, Nieselwaldküste gibt ja ziemlich viele T6 oder T5 Material. Also allgemein. Genau, die sind ja allgemein ziemlich im Preis auch gesunken. Nicht so hart, aber die sind im Preis gesunken. Wenn du dir natürlich die Geisterscherben jetzt natürlich und den Events machst und dann aufwertest, vielleicht hat das Probleme verursacht. Es klingt ja auch ein bisschen wie ein Nerf, oder? Wenn man sagt, man will die ganze wieder ein bisschen wertvoller machen als Belohnung, weil man sich jeden Tag einloggt und so. Ja, ich nehme an, sie haben dafür noch Pläne. Dass man die vielleicht für mehr Dinge brauchen, auch außerhalb für Legis bauen und T5 auf T6 Materialien aufwerten und solche Geschichten. Mhm. Vielleicht wollen sie da noch mehr Sachen einbauen, weil es gibt halt da draußen Leute, die haben halt einfach extrem viele Geisterscherben und wissen halt einfach nichts damit anzufangen. Vielleicht wollen sie es dann einfach reduzieren, wie die Leute einfach das bekommen. Ob das jetzt so ein harter Einschnitt ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Hätte man mal zählen müssen vor der Änderung. aber ich bin dem Ganzen eigentlich relativ entspannt. Ich glaube, das Sicherste ist, wenn jeder nach wie vor jeden Tag 3 Dailies erledigt, dann kriegt man seine 10 Geisterscherben und dann einfach ganz normal weiterspielt. Ich will schon wieder Lorbeeren da bekommen. Beim Einloggen. Nein, allgemein Lorbeeren, vielleicht mal durch eine Daily oder halb. Wenn ich schon einen Lorbeer bekomme durch immer die 3 Dailies. Das finde ich viel schlimmer, ehrlich gesagt. Bekommst du ja nicht. Ja, ich weiß, aber genau das ist ja das Problem. Ja. Lorbeeren wäre etwas, was man ein bisschen. Nee, also Lorbeeren, wofür benutzt du denn Lorbeeren? Du benutzt Lorbeeren, um aufgestiegenen Schmuck zu kaufen und T6-Material. Mhm, und du brauchst es für Legendary und wenn man natürlich alles für die Rezepte, für die Drachenblutwaffen, zum Beispiel den Donnerkopf. Und wenn man natürlich vorher das Zeug für T6-Mats und T5-Mats ausgegeben hat, steht ja, wenn man so gierig ist. Ja. Ich weiß nicht, ich halte von Währung nichts, die man nur 2-mal oder 3-mal im Monat bekommt. Keine Ahnung. Ich aber arbeite mir ganz Sachen. Das ist, wenn ich auf sowas warte. Aber okay. Du erkaufst ja also solche Sachen und wartest und erfahrst es nicht. Ist egal. Whatever. genau, so weit zu den Geisterscherben. So, was wir nämlich komplett jetzt übersprungen haben, war eigentlich die Geschichte, was überhaupt mit Guild News los ist. Ja gut, warte mal, bevor wir hier weitermachen, weil gerade im Chat waren noch einige. Ja. Weil du die Infusion ja angesprochen hast, will ich übergehen. Ja. Takuro schreibt zum Beispiel hier, die Infusion ist halt hart buggy. Und anscheinend, ich habe gelesen, dass da ein paar Probleme gibt. Wobei das kann natürlich auch wieder auf eine Person gemünzt sein. Zum Beispiel hier, die Infusion ist sehr lustig buggy. Am Anfang ist nur die Haut bei meinen Steinern. Ach Gott. Okay. Also das Problem ist anscheinend, dass nur die Haut den Steineffekt bekommt von der Steinhaut. Und da muss man die Rüstung außen anziehen, damit die Rüstung ebenfalls diesen Filter drüber bekommt. Und anscheinend ist es sogar so, diese, du weißt ja von Dragon Bash, wo man Drachengepolter gab, diese Hologramm-Schulter. Genau, mit der Hologramm-Klaue. Und da bleiben die Farben so, wie sie sind. Und dadurch, da kommt kein Filter mit drüber. Und das ist halt interessant. Ich habe keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt... Ja, ich hatte aber keine Probleme bei bisher damit. Ja. Das Einzige, was mich gestört hat, war, wenn ich den Schrotterhelm auf hatte, sah das so aus, als hätte er einfach ein Stück Blech vor seine Augen dran geschweißt und sieht jetzt nichts mehr. Das war das Einzige, was mich gestört hat, aber Schrotterhelm ist an sich schlecht.
Wenn Asura ist, dann furchtbar, weil die Ohren sind abgeschnitten. Nee, finde ich es nicht so schlimm. Ja. Ja. Na gut, du hast wahrscheinlich kleine Ohren als Asura. Ich habe ziemlich lange Ohren. Naja. Das muss schmerzhafter unter dem Helm. Ich glaube, das müssten die längsten Ohren sein, die möglich sind. Wenn die dann mit deinem Kopf so rumgelegt haben, Ja, die werden dann so nach vorne gelegt. Da siehst du erst recht nichts. Und dann sehe ich nichts, aber das sieht ja keiner, weil ich den Helm auf habe. Ja, okay. Asura-Ohren, Char-Schwänze. Hattest du sonst gerade noch irgendwas gesehen? Ich glaube... Ja, hier war noch eine Frage, die kannst du eher beantworten. Also, wurde ja auch die erlesenen Serpetit-Juwelen geändert, dass man die jetzt verkaufen kann. Das heißt, sie sind nicht mehr accountgebunden. So, jetzt aber, Sakura, du hast das Problem, dass die alte Version noch accountgebunden sind und sie nicht stackbar. Kann man die umtauschen oder nicht? Ich glaube, da... Kann man nicht tauschen. Wusste ich gar also, nicht. Also, das ist nicht nur so bei denen so, das ist bei ganz vielen Sachen so, die jetzt seit neuestem verkaufbar sind. Ich überlege gerade nur, was. Mir ist es nämlich die Tage auch begegnet. Also wenn weiß nicht mehr was. Juwelen dann so. Es gab einige Sachen halt, wie gesagt, die nicht verkäuflich waren. Ich meine, irgendjemand hat mich auch die Tage mal auf Buffwood angesprochen, was er nicht verkaufen konnte, aber eigentlich jetzt verkaufen können sollte. Und das gilt halt wirklich nur für Gegenstände, das Ganze ab dem Zeitpunkt, wo der Patch rauskommt, die da hergestellt worden sind. Oder irgendwie gedroppt oder sonst was. Ach ja, hier. Accountgebunden, nicht aufgestiegene Nahrungsverbrauchsgegenstände und dann hier Wettsteine, Wartungsöle, Fokussierkristalle. Ah, genau. Wettsteine habe ich das mitbekommen. Aber reiner Zufall meint, angeblich soll das gehen, wenn man es aus der Bank nimmt, wieder reinlegt und dann wieder rausnimmt. Okay, probier jetzt mal aus. Ich meine sogar, Serpentit-Juwelen irgendwo rumliegen zu haben. Ich habe Wettsteine, als ich damals wegen Aurora den Beruf hochleveln musste. Ja, probier das mal aus, ja. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Also ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass es vielleicht mit der Bank funktionieren könnte. Würde aber Sinn ergeben, tatsächlich. Vielleicht auch mal... Mal was ganz Verrücktes, verkauft es mal bei einem Kaufmann und kauft es dann wieder zurück vom Kaufmann. Ah. Vielleicht das. Das wäre vielleicht auch mein Interessantes. Ich muss jetzt noch sozusagen aktualisiert werden, weil ihr es einmal angelangt habt. Genau. Kann ja. Weil ihr halt im Inventar habt und wenn ihr es halt dann aus dem Inventar verliert, dann habt ihr es nicht mehr und dann kann das irgendwie neu bespielt werden. Vielleicht sind das so ein paar Tricks, womit es vielleicht funktioniert. Müsstet ihr mal ausprobieren, aber garantieren kann ich dafür nichts. Ja gut, ihr könnt uns ja dann Bescheid sagen, wenn ihr es ausprobiert habt. Ja, vielleicht probiere ich es auch selber mal aus. Ich meine, ich habe irgendwo so, tatsächlich sogar Serpentit-Juwelen also rumliegen. Das für den Sonntag auf live im Stream. Oder was gab es noch? Die schwarzen Juwelen oder sowas? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Könnte ich mal selbst ausprobieren. Okay, kommen wir zu den Themen rund um Guild News. Zum Punkt 1. Hi, du, der da gerade zuschaut, nicht viel weiß, was er jetzt gerade mit seiner Zeit tun soll, während er diesen Podcast hier genießt. Ich habe eine Idee für dich. Probier es mal als PvE oder PvP-Redakteur. Wir suchen dich nämlich und wir würden uns sehr freuen, wenn du dich bewirbst bei uns, indem du auf guildnews.de gehst, dann oben auf den Punkt über uns und da gibt es einen Unterpunkt Bewerbung. Da findest du alle Informationen, wie du dich bewerben kannst bei uns. Wir würden uns sehr freuen. Ja. Ja. Ansonsten, ja, schön. Ansonsten hatten wir ja auch Truhenöffnungen. Erfolgreiche Videos bei uns auf dem Kanal. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das die erfolgreichsten Geschichten sind bei uns auf dem Kanal. Darauf achte ich ehrlich gesagt nicht. Genau. Hallo. Aglis hat nämlich 25 schwarze Truhen, die sogenannten stürmischen Truhen, aufgemacht. Meiner Meinung nach die furchtbarsten Truhen hoffentlich von diesem Jahr. Denn was es als garantierten Drop in der ganzen Geschichte gibt, sind die sogenannten
Verdammt, ich weiß schon nicht mehr. Ah, genau, die schwarze Beherrschungskisten. Eine wundervoller Beschiss, meiner Meinung nach, an jeden Veteranen da draußen. Denn daraus bekommt ihr entweder, wie man es gerade auch im Video sieht, Erfahrung für Zentral-Tyria, Erfahrung für Heart of Thorns, Erfahrung für Pathfire oder, und dann seid ihr wirklich lucky, und dann, die kann man wirklich als Veteran auch aktuell gebrauchen, Erfahrung für die Eisbrutsaga. Gerade letzteres, wie gesagt, das ist extrem cool. Wenn ihr gerade alle Beherrschungen fertig habt, werft das Ding nicht ein. Legt es auf die Bank, wartet, bis wieder eine Beherrschung verfügbar ist. Und es wird wieder eine Beherrschung kommen. Wir werden später nochmal darüber reden. Und dann könnt ihr die Beherrschung wunderbar ganz schnell hochleveln, indem ihr euch das Ding einfach reinpfeift. So, ansonsten, was es sonst noch gab, haben wir ja im vorletzten Podcast ja schon drüber geredet. Einmal die Augen, die ich ja mal angesprochen habe, wo man rechts und links die Augen jeweils unterschiedlich einfärben kann. Den Springer, den sie vorletzte Woche in den Shop gebracht hatten. Ja, mit dem eigenen Twitter-Account. Wir hatten zu eigenen Twitter-Account? Ja, ja. Das habe ich gar nicht. Der folgt mir mit den ganz großen Augen. Okay. Ich glaube, der Shaman macht das. Ich finde das witzig. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie diese Umhang-Gleiter-Kombination Vermilion, heißt. Ne? Nee, das sind eben nicht mehr Vermilion. Wie heißen die Dinger? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall ziemlich cooler Umhang mit einem ziemlich coolen Gleiter. Ich finde den Gleiter persönlich so geil, dass ich ihn sogar selber nutze aktuell. So, jetzt muss schimmernder mal kurz... Schimmernder Aurora-Umhang, glaube ich. Jetzt muss Ach, das ich ist mal der kurz... Regenbogen-Umhang, stimmt's? Ja, genau, ja, ja, Regenbogen-Umhang. Der würde mir gefallen, den würde ich bunt machen. Ja, ich habe ihn, aber ich trage ihn nicht. Aber den Gleiter trage ich und ich verstehe immer noch nicht, wie die Einfärbkanäle beim Gleiter funktionieren sollen. Was hat er denn so rausbekommen? Im Grunde hat er eigentlich nichts Umwerfendes bekommen. Vielleicht die interessantesten drei Dinge sind der glitzernde Stab, der glitzernde Pistole und eine glitzernde Kurzbogen. Die glitzernden Waffen, das war so eine Waffenreihe, die vor Ewigkeiten, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lang das her ist, für Schwarzroom-Tickets verkauft wurden. Ich selber habe heute tatsächlich in einem Stream, einer aus unserem Stream-Team, ein Streamer, an einem Giveaway teilgenommen und ein glitzerndes Großschwert bekommen, was, glaube ich, einen Wert von 36 Gold hat oder so. Was gar nicht so schlecht ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auf jeden Fall. Da kommt was Tolles raus bei ihm. Den Bogen, den glitzernden. Den Kurzbogen, ja, okay. Wie gesagt, der Kurzbogen, das kann man auch kurz sagen, kostet aktuell so um die 23 Gold, aber auch nicht so umwerfend. Ich weiß gar nicht, die Augen hat er, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Die hat er anscheinend gar nicht bekommen. Pech gehabt. Für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, die nächsten neuen Inhalt für die schwarzen Thronen mit hoffentlich einem besseren garantierten Drop als Erfahrung für Zentral-Tyria wird es dann voraussichtlich an Mondneujahr geben. Und ich habe mal nachgeguckt, tatsächlich noch vorhin, wann das kommen müsste. Das chinesische Neujahr beginnt am 12. Februar, dementsprechend, das ist ein Freitag, wird es dann voraussichtlich am 16. Februar dann kommen. Ah, kurz danach wird ja der Mac-Client eingestellt. Genau, das müsste ja eigentlich alles so ganz gut zusammenpassen, voraussichtlich. Macht Sinn, dass es da dann kommt, definitiv. Genau, so, jetzt brauchen wir ein Schlückchen Wasser. Ja gut, aber, was können wir dann machen? Okay, jetzt im Prinzip haben wir drei große News noch. Dazu gehört der Guild-Chat, aber der geht auch ein bisschen in die Story damit rein. Ich würde nach der Story oder mit? Ich würde das parallel so ein bisschen machen, oder? Ja. Was wir, glaube ich, sagen können, wäre was über die Kamezin rote und azurblaue Drachentöterwaffen. Mhm. Und da ist es jetzt so, diese Waffen selbst, die Galerien haben wir schon auf Guild News. Die habt ihr wahrscheinlich gesehen. Die blauen und roten Waffen nennen wir es ja einfach. Und Bobby Stein hat jetzt. Nee, halt, das war nicht Bobby Stein. Ich glaube, das war der Joe Kims. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich hab's gleich. Moment. Es war im Guild-Chat. Ich weiß, aber wir schon den richtigen Namen wenigstens sagen. Ich habe ja nur drei Namen. Hat auf jeden Fall erklärt, wie man es bekommt. Und zwar braucht man dafür eine neue Mastery, die am 16. Februar kommt. Richtig, da, wo genau. Ich vermute, dass es voraussichtlich das Mondneujahr anfängt. Also passt alles perfekt zusammen. Genau, die soll am 16. Februar kommen. Angekündigt, das Ganze übrigens hat Joe Kimmes. Damit du das auch gefunden hast. Es hat gedauert, bis Guild News geladen hat. Wie genau. Immer wenn es dringend war. Genau, und diese Waffen stellt man her oder verdient man sich im Grunde, indem man sogenannte Unfinished Dragon Slayer Weapons, also auf Deutsch unfertige oder unvervollständigte Drachentöterwaffen herstellt oder wie auch immer man die bekommt, das haben sie nicht gesagt. Vielleicht kann man die bestehenden Drachentöterwaffen irgendwie downgraden oder so, keine Ahnung. Wenn man die im Inventar hat und dann gegen in den Drachenhilfsmissionen gegen die Bosse kämpft, da gibt es ja immer diese Stun-Geschichten. Ja, die Trotzphase im Prinzip. Die Trotzphasen, genau. Und wenn man die wohl runter, wenn man die bricht, dann kriegt man wohl einen Special Action Key. Ich nehme an, dass der einfach auf X liegt. Und wenn man den dann drückt, dann wird aus deiner Unfinished Dragon Slayer Weapon eine, was weiß ich, karmesinrote Drachentöterwaffe oder eine azurblaue. Ja, es kommt halt darauf an, welchen Champion du da bist. Genau, also ich nehme an, wenn wir gegen Eisbrut spielen, kriegen wir die azurblauen und ansonsten die, wie hießen die anderen schon wieder? Die karmesinroten Waffen bei Zerstörern, genau. Genau. Und ist eine schöne Idee, ehrlich gesagt. Ja, wird auf jeden Fall dann wieder Leute auch in die Drachenhilfsmission reinlocken, definitiv. Ja. Und man kann natürlich, und die haben natürlich ein bisschen Quality of Life auch drin. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt mehrere unfertige oder unvollständige Waffen im Inventar habt, zum Beispiel Dolch, Kurzbogen, Großschwert, normales Schwert, und ihr habt den Boss dann gestunt, dann könnt ihr auf jeden Fall die ganze Zeit ein Special Action benutzen. Wenn alle Waffen, die im Inventar sind, nach und nach halt dann mit dieser Macht ausgestattet. ich glaube, man muss auf jeden Fall immer den Smash Action. Das heißt, wenn ihr drei Waffen im Inventar habt, müsst ihr das Ganze dreimal machen. Gut, natürlich könnte es vielleicht ein bisschen Probleme geben, wenn der Boss dann wieder in seiner Stun-Phase rauskommt, dann muss man halt wieder in der Trotzleiche machen. Aber normalerweise sollte das ja kein Problem sein. Also ein Bosskampf geht ja ein bisschen länger. Also man hat halt eine super Gruppe. Einer meint gerade im Chat, letztes Jahr war das früher das Mondneujahr, als das eigentlich chinesische Fest war. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Also chinesische Fest, Neujahrsfest war letztes Jahr am 25. Januar. Das war ein Samstag und was hatte ich gerade nachgeguckt? Am 14.01. kam es raus. 14. Januar, das wären dann 14. Januar, sicher? Ach nee, Moment, holy shit, mein Kalender ist wieder zurückgesprungen. Mich gerade schon gewundert. Gut, sag ich mal, es kommt drauf an, wenn sie jetzt natürlich alle zwei Wochen Content machen. Aber das passt halt nicht, weil jetzt genau, diese Woche kommt ja die nächste Fraktion. Ja, es ist eigentlich kam schon ziemlich abenteuerlich. Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt. Kam doch Fraktionen, oder, die Woche? Die Woche kam noch keine neue Fraktion. Das wird wahrscheinlich erst zum 16. passieren, nehme ich stark an. Ach so, ja, stimmt. Ich habe das irgendwie, ich dachte jetzt, ja, das Event ging, okay, ja. Event ist beendet. Also ja. Für alle Leute, die Dalton Mordtruhen gekauft haben, oder ich meine, ich glaube, die kann man noch kaufen. Ich glaube, 10 Stück oder so muss man, oder 5. Muss man kaufen mit den Deltrimor Marken, dann kriegt man die tollen Belohnungen bei Otgen, der nebendran steht im Augen des Nordens. Da bekommt man tolle Sachen, wie zum Beispiel die coolen Bonuskisten, wo rein hypothetisch eine Infusion rauskommen kann. Lasst das auf jeden Fall nicht verschimmeln. Definitiv nicht. Bitte tut das nicht. Wie gesagt, ist definitiv mal eine schöne neue Idee. Wirklich so viel Spaß bringen, muss man halt sagen. Ich glaube, sie hatten auch angekündigt, wann die nächste Fraktion
Kommt doch damals. Nee, die haben gesagt, die Erhabenen, und ich meine irgendwas auch mit dem 16. im Kopf zu haben. Man kann es durcheinander, ist im Prinzip genau das Gleiche. Wir haben jetzt schon mal. So, bevor wir über dieses große Thema reden, fällt mir gerade noch ein, wir müssten ja eigentlich noch über den Itemshop sprechen. Wollen wir das vielleicht noch vorziehen? Ja, oder willst du das mit dem Guildchat noch haben? Gut, okay. Schauen wir gerade nochmal. Ja. Ja, nee, gut. Passt. Okay, alles klar. Ja gut, ihr kommt auf an, also wir können das natürlich vorschieben und dann... Dann nimm doch erstmal einen Itemshop-Watch und dann bleiben wir nicht thematisch, nämlich in einem Bereich, das ist, glaube ich, heute etwas angenehmer. Gut, was gab's dann können wir nämlich auch springen. Auch mache, es gibt wunderschöne neue Schultern, die sogenannten, jetzt muss ich kurz selber nochmal nachgucken, Dämmerung und Morgenröte-Schultern. Die kosten... Twilight and Dawn wahrscheinlich auf Ende. Wahrscheinlich, ja. Die kosten, meine ich, 400 Edelsteine. 500. 500? Mhm. 500 Edelsteine kosten. Und wir schauen die uns einfach mal ganz kurz hier an. Genau, das Video hat übrigens an dieser Stelle Julia gemacht. Für alle Leute, die Fan von ihrer Stimme sind. was sieht man? Man sieht, man hat Schultern an, wo auf der linken Schulter ein Mond zu sehen ist und auf der rechten Seite eine Sonne. Die haben kleine Effekte. Die Sonne scheint ein wenig Sonnenlicht auszustrahlen und der Mond hat so einen mystischen Nebel oder sowas, kann man das, glaube ich, beschreiben, oder? So ein Leuchteffekt und so ein Mondleuchteffekt. Genau, aber ansonsten ist das Ding nicht weiter besonders? Also man kann damit rumlaufen und hinterlässt nicht irgendwelche Trails oder so. Also, was weiß ich, solche Legendary-Effekte. Es leuchtet halt. Es leuchtet halt, genau. Und das gar nicht mal so, so dunkel tatsächlich. Die sind relativ hell, leuchten die zum Teil. Das ganze Ding hat auch vier Farbkanäle. Zwei Farbkanäle sind einmal da, um jeweils die Sonne und einmal den Mond einzufärben. Und ansonsten gibt es einen Farbkanal, der im Grunde die Platte der Schulter einfärbt und dann noch einen Farbkanal, um diese Ornamente, so die Ränder der Schulterplatte und so weiter einzufärben. Ist ein nettes Ding. Ich bin sie jetzt nicht so hübsch, oder? Ich finde ihn nicht schlecht. Also ich habe sie mir vorhin nochmal angeguckt, mir überlegt, ob ich sie mir hole. Habe dann aber festgestellt, ja, zu meinem Charakter passt das jetzt nicht so. Aber ich bin überzeugt, dass es da draußen Charaktere gibt, zu denen das ganz gut passen kann. Und es ist kein Bullshit-Item wie dieser furchtbare Springer, wie zuletzt. Ich weiß nicht, der gefällt mir langsam, je mehr er mir tweetet, desto mehr mag ich ihn. So, umso mehr Hate er bekommt, oder was? Ja, ja, hören die Augen auf. Dann gab es auf jeden Fall auch wieder hier einen schönen Rückhörer, und zwar Taschenplatzerweiterung 20% Rabatt. Das heißt, statt 400 Edelsteine nur 320. Mhm. Ich würde sagen, es lohnt sich. Taschenplatz lohnt sich grundsätzlich. Also wenn ihr einen Hauptcharakter habt, den ihr öfter spielt und ihr habt noch nicht alle Blitze da frei, also das ist definitiv etwas, was sich halt auf lange Sicht lohnt. Ich meine, irgendwo auch mal eine Rechnung gelesen zu haben, dass es tatsächlich, glaube ich, wohl sogar mehr lohnt, einen Taschenplatz zu holen. Nee, falsch. Inventarplatz lohnt sich mehr als alles andere. Da ich nie Platz im Inventar habe, war das klar. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch einen Taschenplatz brauche, weil mir geht der Platz tatsächlich im Inventar eigentlich nie aus. Ich habe noch Taschenplatz-Slots, könnte ich mir noch holen. Aber ich habe den Eindruck, die gehen mir nicht so schnell aus. Ansonsten, die Expeditionsauftragstafeln der Staffel 3 und Staffel 4 sind auch noch zurückgekehrt. Die waren nie gut, soweit ich weiß. Ja, also ich habe auch in den letzten Tagen immer wieder Leute gehört, die gefragt haben, braucht man das? Nee, braucht man nicht wirklich unbedingt. Also ihr könnt halt damit zum Beispiel hergehen, die Materialien aus Staffel 3 und Staffel 4 euch holen. Müsst ihr halt jeden Tag in der Heimatinstanz vorbeigehen und das abholen, aber es lohnt sich nicht wirklich. Ach ja, meiner Meinung nach. Ich brauche für Visionen. Ich meine, so funktioniert das Item, wenn ich mich recht erinnere.
Zum Auffrischen könnt ihr auch gerne nochmal auf gatenes.de das Video dazu angucken, das meinte ich damals noch Sputti gemacht hatte. Ich weiß nicht, wir können mal kurz reinhören, wer da spricht. Ja. Na halt, das ist das Intro, was wir nicht zeigen dürfen, oder? Willkommen zum Item Shop. Nein, das ist Joe. Dienstag. Wer sich gerade wundert, warum ist das so? Okay, ja, das sieht schon professioneller aus, ja. Wow. Ja, okay. Ja, und sonst gibt es wiederaufladender Teleport. Freund, Edelstein, Aura, Erscheinungspaket und Edelstein, Aura, Kleid. Einer meint, inzwischen wird das verschickt. Naja, das ist ja auch nicht schlecht. Okay, ist eine gute Quality of Life. Ist weniger Arbeit, wobei ich sagen muss, ich gehe jeden Tag in die Heimatinstanz. Es lohnt sich durchaus. Wenn man da Notes drin stehen hat. Und wenn es nur eine ist, lohnt sich schon. Und außer es ist die Chili-Schote aus dem Grobmatal. Die weigere ich mich inzwischen tatsächlich auch abzubauen. Gut, dann kommen wir, glaube ich, mal zu dem Bobby Stein. Genau, Bobby Stein und der Guild Chat. Genau, wir haben keine News da draus gemacht. Okay, Problem. Ist ja auch nur ein Joke, ist eigentlich nicht. Ja, der Joke ist interessant, aber ich glaube, Bobby Stein an sich könnte man auch nochmal als News machen mit dem Video, was die Leute aus dem Guild Chat rausgeholt haben. Stimmt, das ist ja nur der Witz. Ich wollte eigentlich schon aufs andere drauf gehen. Ja, okay. Gut, Bobby Stein. Also, wer von euch den Guild angeschaut hat, den kann ich euch, wie gesagt, ans Herz legen. Gibt es mittlerweile auch auf dem offiziellen Guild Wars 2 Kanal. Und, wow, der war informativ. Und Bobby Stein hat da so, also der ist derjenige, der die mitgeholfen hat. Also, in dieser Episode oder bei der Eisboot an sich ist, also bei dem Champion-Kapitel aktuell, ist er dafür zuständig, dass die ganzen Synchronsprecher, die ganzen Dialoge da funktionieren. Da kümmert er sich drum. Normalerweise ist er eher der Storyschreiber, der sich am Hauptstory ist, vom Spiel kümmert. Ich nehme an, dass er wahrscheinlich auch ein bisschen was für Santa macht. Und er hat hier, im Livestream, das ist ein Word-Dokument aufgehabt mit ein paar witzigen Sachen drin. Weil Leute ja immer versuchen, daraus was zu finden, hey, das könnte nicht für uns sein. Es waren definitiv ein paar interessante. Oder dort sein, was waren alles da gestanden? Ja, im Grunde waren das alles ein großer Witz. Weil daraus kann man gar nicht so. Also ich meine auch irgendwo einen Kommentar gelesen zu haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, war das auf Twitter oder Reddit, wo Ruby gemeint hatte, sie haben erstmal ewig gebraucht, mit dem Guildchat anzufangen, weil sie immer da saßen, du musst das größer machen, größer, damit man es wirklich lesen kann. Da stehen halt so Sachen drauf. Man konnte es wirklich auch mit der Maximalauflösung nicht gescheit lesen. Ich hatte das ja an dem Abend euch sogar gepostet. Soweit ich weiß. Ja, ich habe es aber auch nicht entziffern können und dann so, wird schon irgendjemand irgendwann mal schreiben, was da eigentlich steht. Natürlich geschafft. Ja, da hat zum Beispiel, steht da drauf, dass der Taschenraptor ein neues Mount wird. Dazu hattest du ja auch heute zu sehen, auch im Video, wenn ihr das gerade euch anguckt. Nicht nur heute, sondern ein Daily Comic gemacht. Habe ich ihm auch direkt getwittert, natürlich. Ja, ich habe gerade schon gesehen, 30 gefällt mir Angaben. Wenn ihr übrigens Sky auf Twitter folgen wollt, den findet ihr unter Gears 2 Gnomes oder Gears 2 Gnomes auf ausgesprochen dann. Das ist richtig. Das sagen wir eigentlich nie, das sollten wir eigentlich öfters wieder tun. Nein, das ist doch für die Verkehr. Nee. Okay. Hier bin ich Sky, hier bin ich nicht der Künstler. 2017, ja. 2017 habe ich es vorausgesagt. Dass es Das habe ich gar nicht. Ach so, ich habe das die Tage gesehen und habe gar nicht geblickt, dass deswegen das steht hier auch da. Ich habe schon seit Jahren zuvor gesagt. Ja, das war halt so ein kleiner Gag auf jeden Fall. Und klar, denn der neue Daily, den ihr hier seht, das Profilbild aktuell, das ist. Und ich habe mich nicht umhin nochmal was zu zeichnen. Ich habe das gar nicht auf das Jahr geachtet. Ich habe nur das Bild gesehen und habe aber gar nicht aufs Jahr geachtet. Holy shit. Ja, das war zu der Zeit, als Path of Fire angekündigt worden ist. Ja, wir erfahren haben, es gibt einen Raptor-Mount, habe ich mir gedacht, hey, passt doch eigentlich perfekt. Ja, gibt es halt noch mehr so Geschichten. Ganz interessante Idee ist das Romanzensystem. Gibt es ja in einigen MMORPGs, dass man heiraten kann. In Final Fantasy 14 kann man heiraten, ja. Kann man da heiraten, ja. Wir zwei könnten heiraten, müssten aber echt Geld dafür ausgeben, damit das überhaupt gemacht wird. Ja, es gibt aber einige MMORPGs. Mhm. Also ich meine, jetzt lass mich kurz überlegen, was gibt es denn da noch? Puh, ich glaube, ich habe nie ein MMORPG gespielt,
also länger, wo man heiraten konnte. Meine ich nicht. Ich habe mal eine Hochzeit organisiert in WoW. Da war ich derjenige, wo vorne mit meiner Paladin gestanden hat und Predigt gehalten hat. Das war im Rundspiel, das war cool, in Stormwind. Gibt aber auch MMORPGs, wo man auch Freundschaften schließt und dann hat man irgendwelche Synergien, dass man dann irgendwelche Items bekommt, Buffs oder was weiß ich. Ach, die haben danach direkt geheiratet. Auch. Nein, das nicht. Also, aber das ist der Vorteil, wenn man im MMORPG heiratet. Ja, also du kannst, also sie haben dann geschrieben, ja, du kannst dann halt eine Romanze mit deinen Freunden haben, mit deinen Feinden, mit praktisch allem. Mit dem Joya hoffentlich. Ja, das ist natürlich alles. Gibt noch mit ein dem Stein-Mini mit den Augen. Gibt noch ein paar andere Geschichten, die sie da reingebaut haben. Cool fand ich noch die neue Crafting Profession Barista, also einer, der Kaffee macht. Ganz ehrlich, das würde mir richtig fallen, wenn wir dann noch Hause bekommen. Ja, wir haben doch einen Koch kann schon Kaffee machen, das ist ja der Witz. Ja, aber da kommt dann so Kaffee kochen wie bei Leblanc in Persona 5. Ja, habe ich nicht gespielt. Oh Mann. viele Spiele auf einen Haufen, die ich gerne mal spielen will oder einfach mal spielen sollte. Ja, dann fang mal an. Selbst wenn ich sie habe. Dann natürlich neuer Snacks in die Pizzarollen. Okay. Ja. Er hat sogar das Ende von der Eisbrot-Saga verraten, also wenn ihr es nicht hören wollt, hört kurz weg. Spoiler-Alarm. Jormak und Braimordos werden... Was sind Twinsies? Ja, das ist... Zwillinge? Ja, aber die sind doch Zwillinge. Das ist also, genau das. Achso, das ist der Gag dahinter. Okay, alles klar. Ja, weiß ich nicht, also... Ich weiß nicht, was Twinsies heißt. Verdammt. Ich habe das noch nicht so gehört, mal. Twinsies. Dann hier, Logan ist auf jeden Fall auf der Jagd nach seinem OK-Seraph-Profil. Dann haben wir Chauncey von Snuffles ist der Wasserdrache. Ist ja die Katze von Kaudekus, die ja damals den Preis gewonnen hat. Im Event des Nebenspiels reinkommt. Die Katze mit den Blutsteinaugen, soweit ich weiß, stimmt's mittlerweile? Ah, okay, das sind zwei Personen, die extrem gleich sind, besonders in ihrem Aussehen. Okay. Ich würde ja so lachen, wenn aus den beiden wirklich Bubbles irgendwann wird, dann wäre das indirekt sogar richtig. Ja, aber ich. Ja, lass mal da. Vielleicht kann man auch einfach aus den Anfangsbuchstaben von jedem einzelnen Punkt irgendwas zusammenstellen oder so. Ja. Also ich fand die ganze Geschichte insofern interessant tatsächlich, weil es bei Valve zum Beispiel tatsächlich so ist, dass man da immer wieder was in Spieldateien findet, wo ganz viele Leute dachten, das sind Sachen, die hat man außer Sehen da drin vergessen und hat vergessen, die rauszulöschen. Es ist aber tatsächlich so bei Valve, dass Valve nicht mit der Community spricht an sich, so direkt, so wie Arena als hier mit dem Guildchat tut, sondern wirklich über diese kleinen Ups-Leaks im Grunde. Das ist tatsächlich so. Da gibt es auch einen Talk von einem Entwickler von Valve, wo er das weiter ausführt. Super interessant eigentlich. Ja. Ja, das dazu. Ja, was war denn noch was so machen wir jetzt? Wie fangen wir an? Jetzt wird's interessant. Ja, dann. Wir können ja ein bisschen springen. Also ein Thema, nämlich, was ich aus dem Guildchat nämlich super interessant fand, war, und damit kommen wir dann auch ein Stück weit in die Story nämlich mit rein, ist, warum wird Provinz Metrika angegriffen? Warum wird die Brisbane-Wildnis angegriffen? Warum wird Genderanfelder eigentlich angegriffen? Was ist der verdammte Grund? Und im Grunde haben sie dann dann auch weitergedacht, warum greifen sie die Donnerkopfgipfel an? Und dafür haben sie ein Stück weit tatsächlich auch im Guildchat einen Grund gegeben. Provinz Metrika nämlich wurde nämlich von den Zerstörer angegriffen, weil die Zerstörer gerade in Ratasum waren. Und dann ist natürlich nur logisch, dass dann auch die Zerstörer in Provinz Metrika vorkommen, was ja direkt vor Ratasum liegt. Ja, und dann gab es ja diese Zerstörerhöhle, die... Feuerelementare. Das sind Feuerelementare. Höhle, die sich natürlich dann wunderbar angeboten hat, dass man da als Spieler durchläuft. Und die nächste Idee war, das ist eine coole Idee,
lass uns mehr Sachen finden, wo irgendwas mit Laber ist. Und aufgrund dessen hat man, sie haben es nicht direkt gesagt, aber nehme ich ganz stark an, hat man dann einfach gesagt, huh, guck mal, hier in Prismann-Wildnis haben wir da auch ein bisschen Lava, können wir das nicht auch dafür benutzen? Und dann wurde halt die Prismann-Wildnis dazu genommen. Und bei Donnerkopfgipfel haben wir im Grunde jede Menge Feuer und Lava in der Feste drin, dann könnte sich das ja auch anbieten. Man kann es natürlich noch jetzt noch weiterspinnen. Warum nimmt man nicht die Feuerherzöge? Oh Wunder, vielleicht werden tatsächlich die Feuerherzöge sogar noch zu einer Dragon Rescue Mission. Darüber werden wir aber noch reden. Nehme ich mal an. Seid ihr noch da? Ich bin im Chat, also ich ist was weit. Ja, die sind vielleicht einfach nur gespannt von meinen Monologen, weil ich rede heute schon wieder viel zu viel. Holy shit. Ich glaube, was auch noch ziemlich interessant ist, was man nochmal vorwegnehmen kann vom Guildjet, was vielleicht für mich sogar mit das Wichtigste war, war die Tatsache, die sind wirklich drauf eingegangen, warum die Eisbrutsaga so schnell erzählt ist und gleichzeitig halt so, sag ich mal, so kastriert ist, runtergekürzt worden ist. Und Bobbystein hat dann wirklich mal das Ganze erzählt, auch mit dem Segen von Ruby, von da, also wirklich Hut ab. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit ziemlich langer Zeit, dass sie wirklich offen und ehrlich über Dinge mal geredet haben, ohne diesen ganzen Erdhorn. Und gerne mehr davon, wenn ich ehrlich bin. Und also der Guildchat war unglaublich gut. Ich bin ja eigentlich so nicht der Fan von dem Guildchat, weil es so ganz viele Sachen sind, wo ich mir immer so denke, das ist ein bisschen Selbstbeweihräucherung jetzt doch dabei. Aber ich fand diesen Guildchat mega angenehm anzuhören. Ja, der war verdammt interessant. Und also, wie gesagt, also Bobbystein hat nochmal bestätigt, im Prinzip war es so, dass sie nach Staffel 4 die Eisbrutsage angefangen hatten. Dann haben sie zusammengesetzt und überlegt, wie sie die Story machen können. Sie haben das Ende der Story schon geschrieben, also das große Finale. Und es gab einen Großteil, also es gab Großteil ist so eine Sache, aber es gab ziemlich viele im Team, die gerne eine Erweiterung gemacht hätten. Genauso gab es aber auch Leute, die lieber so weitergearbeitet hätten, wie es aktuell der Fall ist, mit Living World und verschiedenen Episoden. Dann ist es so passiert, dass als die Ankündigung kam, so in dem Zeitrahmen, haben sie plötzlich das Okay bekommen. Wie hat das genannt? Sie wurden beschenkt mit einer Erweiterung. Also sie hatten dann die Chance, eine Erweiterung zu machen, und das Team hat gesagt, ja, machen wir, wollen wir. Und dadurch wurde Kanda dann mehr oder weniger geboren. Und das hatte halt dann zur Folge, dass sie halt wirklich den Großteil von ihrer Leute auf Kante angesetzt haben, das wissen wir schon. Und sie mussten jetzt die Story dementsprechend anpassen, weil es war klar, dass jetzt, so wie sie es sich ursprünglich vorgestellt haben, die Story nicht mehr erzählt werden kann. Also keine Karten mehr, nehme ich einfach an. Deswegen kriegen wir die Drachenhilfsmission. Und wichtig war für sie, dass sie die Story gut abschließen, dass sie trotzdem die wichtigen Storypunkte uns präsentieren können, dass die erhalten bleiben. Ein paar Dinge wurden rausgeschmissen. Und da bin ich mal gespannt, wenn das Ganze dann fertig ist. Was vom Ankündigungstrailer überhaupt noch übrig ist. Genau. Eine Sache, die sie ja zum Beispiel erwähnt hatten in Sachen Kürzungen, war ja, man hatte ja überlegt, die Zentauren noch als weitere Verbündeten zu bringen. Wobei sich das halt lore-technisch ein bisschen erstmal kompliziert darstellt, weil die Zentauren sind eigentlich die ganze Zeit unsere sagen wir mal so, von allen Menschen, die Feinde. Und plötzlich sind die Zentauren unsere Verbündeten. Das wollte man irgendwie dann auch lore-technisch ein bisschen erklären oder überhaupt Story liefern, um das zu erklären. Und das hat man dann einfach zum Beispiel weggekürzt jetzt, um eben da in keine Probleme reinzugehen. Ja, die wollten einfach mehr Zeit investieren, um das Ganze halt auch wirklich gut darzustellen, damit es auch logisch ist. Und das war einfach nicht machbar in der Zeit. Ja, finde ich auch dann vollkommen in Ordnung. Also ich weine jetzt den Zentauren deswegen nicht nach, aber ich finde es ganz interessant, weil kam halt im Ankündigungstrailer vor. Ja, das ist halt das Interessante. Ja, genau. Das kam im Ankündigungstrailer und ich habe noch überlegt, ja, also wie die Coda, ne, vielleicht spielen irgendwie die Zentauren eine Rolle. Vielleicht haben wir irgendwie dann später bei den Champions, wo man dann vom Verbündeten gesprochen hatten, von unerwarteten Verbündeten, da habe ich ja auch noch gemeint, vielleicht die Zentauren wäre ungewöhnlich, würde genau zu dieser Ankündigung sprechen, dass man unerwartete Verbündete findet.
Da war ich ja gar nicht mal so schlecht unterwegs tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Was noch der Fall ist, also wie sie die ganzen Struktur gemacht haben, sie haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall einen Content haben, der widerspielbar ist. Der oft genug wiederholbar ist, aber nicht lang, gut, aber langweilig wird einfach dahingestellt, aber auf jeden Fall, so wie wir es gewöhnt sind, wenn wir eine neue Karte bekommen, dass wir den Content immer wieder spielen. Und das ist der Grund, warum wir die Drachenhilfsmission im Prinzip haben. Das ist Content, der ohne Probleme leicht wiederholbar ist. Ja, vor allem auch alleine. Ja, vor allem auch alleine. Gut, primär mit Leuten natürlich ein bisschen besser. Klappt ja auch. Nee, ist tatsächlich, zum Teil sind die Missionen extrem easy alleine. Also es, ja, gut, okay, ich habe länger gebraucht, weil ich eine volle Gruppe hatte. Manchmal wirklich wird es los, zum Teil alleine. Muss ich vielleicht mal ausprobieren, wenn ich wirklich Lust habe. Ja, und deswegen wird die ganze Story halt auch da drin erzählt. Die Story selber hat also Joe Kims, der Kundendesigner, hat definitiv viel an der Story jetzt mitgearbeitet. Und Bobby ist natürlich genauso. Er hat sich vor allem um die Dialoge gehalten. Er hofft auf jeden Fall, wenn alles dann fertig ist. Er freut sich erstmal oder er ist ziemlich neugierig, wie das Feedback von uns Spielern sein wird, wenn die Eisbrut-Saga abgeschlossen ist. Ich denke mal, es wird ziemlich durchwachsen sein. Ja, das Ende kommt aufs Finale drauf an, aber. Ja, darüber können wir alles noch gleich reden, weil wie gesagt, ich habe schon ein bisschen die Story in meinem Kopf weitergesponnen und das wird dann eigentlich ziemlich interessant. Gut, haben wir sonst noch was zum Guild-Chat ansonsten gerade noch zu sagen? Ich glaube, ich scroll mal kurz durch. Ja, gut, also wie gesagt, der Guild-Chat ist natürlich ziemlich interessant, also lest euch auf jeden Fall die Zusammenfassung hier vor. Ja, genau, da sprechen sie auch nochmal über die Vertonung, was eigentlich ziemlich interessant war, die haben einige Sachen da angesprochen, die ich so auch gar nicht auf dem Plan hatte tatsächlich. Sie haben auch erklärt, ach nee, darüber werden wir wahrscheinlich eh gleich reden. Ja gut, was ziemlich interessant war, war ja auch die Tatsache, dass also sie haben auch gelobt, dass sie selbst auf die Schultern geklopft, dass sie so schnell auf das Feedback eingegangen sind vom Ashen-Kapitel. Also sprich, dass die Mission ja wegen dem Timer am Anfang kennt ja alle, dass man warten musste, bis abgelaufen ist, damit man die Mission überhaupt mal starten konnte, richtig, dass sie das gefixt haben und dass sie auch allgemein viel Quality auf eingebracht haben. Also allgemein ist der Tenor ja so, dass die vier neuen Missionen definitiv besser sind als die. Das ist so, was ich mittlerweile rauslese. Die sind nicht perfekt und auch nicht das Beste, was Guild Wars 2 zu bieten hat, aber sie wurden definitiv besser aufgenommen. Und das ist etwas, was auch gar nicht so leicht war, zu erwähnen. Weil, wie gesagt, sie arbeiten halt an den. Sie haben ja noch Missionen vor sich, die noch sicher geupdatet werden. Und natürlich Kanta. Und dann jetzt eine Änderung in so kurzer Zeit an den Missionen zu machen, war auch nicht ganz so einfach. Aber sie sind stolz darauf, dass sie es gemacht haben. Wir sind froh, dass sie es gemacht haben. Frag mich ja sowieso, ob sie komplett fertig sind mit dem. Eigentlich schon, oder? Dass das ganze Kapitel komplett fertig ist. Was denkst du? Ja, denk schon. Also, ich sehe deshalb so, dass das ganze Kapitel eigentlich fertig ist, weil sie gesagt haben, dass sie auch extra zurückgekehrt sind zu Kapitel 2 und da nochmal angefasst haben, um das Feedback der Spieler zu verarbeiten. Okay, das habe ich immer ganz im Kopf zurückgekommen. Das sagt mir eigentlich, dass das Kapitel eigentlich an sich, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch die Episode an sich eigentlich beendet war mit der Entwicklung und man es dann einfach aufgrund des Feedbacks halt nochmal angefasst hat. Das sagt aber auch viel über das Add-on dann wahrscheinlich. Also ich habe auch heute noch, am Sonntag nochmal drüber nachgedacht, wie ist denn das eigentlich, dass das letzte Kapitel wurde von Mai auf Ende April vorgezogen, was eigentlich extrem ungewöhnlich ist, dass sie sowas vorziehen, was dann im Mai kommen könnte. Und ich nehme halt an, dass dann halt im Mai dann die Add-on-Maschinerie losgestartet wird mit irgendeinem großen Knall wie einen. Stell dir vor, sowas wie eine Epilog- oder Prolog-Mission zum neuen Add-on. Hat er da so ein Stückchen irgendwas? Ja, aber das ist halt immer noch. Große Fragezeichen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das die Community gar nicht mitbekommen hat. Dass wirklich das letzte bekannte Stück Story, was auf der Roadmap drin stand, einfach ein Stück nach vorne gezogen worden ist.
Das ist ganz vielen Leuten... Es sind Leuten, nur 3 Wochen circa nach vorne, wenn du es wirklich genau nimmst. Ja, das ist Ende April. Halt, ja, aber es ist ungewöhnlich. Warum ziehst du sowas vor? Warum ziehst du sowas böse vor? Böse Stimmen sagen, weil sie wissen, dass der Kunde einfach nicht gut ist und dass sie einfach sagen, wir wollen schnell weghaben. Ja, aber es ist ja nicht so, als hätten wir im ganzen April die Super Adventure Box, die ja eigentlich schon eine Menge Content bietet. Oder ist das die letzte geht 3 Wochen, also wird wahrscheinlich in der 4. Aprilwoche die Episode kommen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist es auch der Epilog. Vielleicht ist es tatsächlich der Epilog für die ganze Saga und fällt deswegen vielleicht ein bisschen. Ja, wir könnten natürlich jetzt hier uns drauf freuen auf sowas, aber ich glaube mir, wenn ich jetzt von der kleinen Minikarte rede, die noch was hat, als Prolog jetzt hier oder als Epilog für das Ganze, es ist schon zu viele Wünsche, glaube ich. Okay, gehen wir auf die Story ein. Genau, und dann noch ein bisschen auf den Guild-Chat, weil sich das vielleicht ein bisschen jetzt... Ein bisschen überschneidet gegenseitig, genau. Ja, ist ganz klar. Gut. Soll ich anfangen? Möchtest du? Ja, fang du einfach mal an, weil ich weiß gerade nicht mehr ganz, wie es anfing tatsächlich. Ja, es fing im Prinzip damit an, dass wir wieder ins Auge des Nordens gehen sollten. Oder beziehungsweise da... In die Aue des Nordens. Falsches gesagt? Nee, es heißt Aue des Nordens. Weil im Brief, den man dann zugeschickt bekommt, steht Aue des Nordens, nicht Auge des Nordens. Übersetzungsfehler. Ja, Gott, kann passieren. Typo. Steht Auge des Nordens. Ich weiß nicht, also ja klar, im Auge des Nordens natürlich wieder und wir treffen uns direkt hier mit Ridlock, der mit uns spricht und da kommt ja auch dann der Satz hier, dass er Angst hat oder dass wir uns jetzt in der Mitte zwischen zwei Seiten bewegen. Weil ja, Jormag darf man nicht vertrauen, aber aktuell sind wir ja mit denen verbündet. Ja, mehr oder ja interessant ist ja das halt auch noch. Er meint halt, wenn ich mich gerade recht erinnere, soll man die Eisbrutsaga wirklich in Ruhe lassen? Soll man denen nicht mal eins auf die Mütze geben? Eisbrutsaga in Ruhe lassen. Und unser Charakter sagt, nee, bisher benehmen sie sich ja ganz gut. Dementsprechend müssen wir denen jetzt nichts auf die Mütze geben. Tja. Diese Ohren also diese Worte in den Ohren des Charakters in der dann vierten Drachenhilfsmission. Oder fünften, vollkommen richtig. Vierten, fünften, sechsten. Ich weiß, es sind zu viele inzwischen. Whatever. Wir haben 3, 2 und in der fünften war es. In der sechsten war es. In der sechsten, ja. Sechsten und siebte war dann. Sieben. Ja. Ja, und dann gehen wir im Prinzip zu Aurin und dann kommt eigentlich schon der erste richtig gute Dialog von der Episode, finde ich. Die Dialoge an sich, das kann man nochmal so sagen, finde ich nach wie vor ziemlich gut geschrieben und auch gesprochen. Also da ist definitiv noch die gute alte Qualität da, finde ich. Du nicht? Ich fand das ehrlich gesagt den einzig guten Dialog tatsächlich. Wirklich? Ja, aber wenn wir noch drüber reden. Ja gut, kommt darauf an, wie du das definiert hast. Ich finde, alles ist ziemlich gut gemacht. Ich glaube, von der Tiefe her würde ich sagen, gebe ich dir recht. Ja, da ist der definitiv schon. Und verdammt war das viel. Also im Großen und Ganzen geht es darum, dass Jormag die ganze Zeit, er ist im Prinzip wie ich. Das heißt, ich kann die Leute ständig auf Discord nerven mit meinen Bildern, mit irgendwas, was ich schreibe. Und Aurin sagt halt, ich ignoriere den, ich gehe nicht dran. Und unter Champion und unter Commanders fragt natürlich, ja, Jormag ist nicht der Typ, oder ich hasse das mit diesem. Bei uns im Deutschen ist es er, oder? Ja, doch, wir nennen ihn er. Jormag wird er bei uns genannt. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Weil ich weiß, doch, wir gehen von dem Männlichen hin. Wenn ich auch falsch. Ist egal. Auf jeden Fall fragen wir, okay, Jormag lässt halt sicher nicht locker und die sollte halt endlich mal ans Telefon gehen. Und Aurin sagt dann halt auch, sie redet halt viel in letzter Zeit mit Jormag und sie mag die Gespräche. Ist auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich interessant. Also wahrscheinlich kommt er schon ein bisschen zu ihr durch jetzt. Es funktioniert langsam. Ja, er schmeichelt sich ganz gut ein. Ja. Also wir haben ja eh schon immer gemerkt, dass Jormag immer so im Grunde der Mordremov ist, der immer so ein bisschen von hinten so einschmeichelnd reinkommt. Mordremov kam einfach so
Folge mir. Folge meiner Armee. Und gib volles Wund eins aufs Maul oder du folgst. Und Chorak ist so, hey, du. Du siehst halt wieder ziemlich gut aus. Wollen wir reden? Hey. Magst du das Meme hier kommen? Was findest du eigentlich davon? Was findest du davon? Ja, ja. Ja, so. Ja, ja. Es ist, da klingeln, glaube ich, bei vielen auch schon die Alarmglocke. Ja, also solche Leute. Ich glaube, das passt so ganz gut. Also es ist halt wirklich so ein Gegensatz zum Mordrumorf, wenn man es überlegt. Wenn ich also, mal jemand mit richtig ähnlich, viel... Aber... Ja, jemand mit Tiefe halt, der eine Agenda hat, der halt nur komplett böse ist. Das macht diesen Charakter halt interessant, auch wenn sie es mittlerweile zu schnell machen. Und auf jeden Fall, über Benga wird dann wieder mit dem Eisdrachen geredet und dann gibt es halt wieder so hin und her so ein paar kleine Wortgefechte. Und was so ein bisschen da rauskommt, ist natürlich die Tatsache, dass Aurin sich mehr oder weniger weigert, gegen Primordus vorzugehen. Sie will definitiv den, also sie möchte das Gleichgewicht halten, hat sie ja gesagt. Also das ist ja so das zentrale Wort im Grunde im Dialog. Und interessant ist dann halt eben, dass Jean-Marc sagt, okay, gut, wunderbar, dann lasse ich dich erstmal in Ruhe. Fürs Erste hat er, glaube ich, gesagt im Deutschen ganz genau. Lass ich dich erstmal in Ruhe und dann war der Dialog auch schon vorbei im Grunde. Ja, nee, es gab ja noch ein paar Sachen. Echt? Habe ich da noch was vergessen? Zum Beispiel die Tatsache, dass er halt auch wieder anspricht, dann nochmal richtig sagt, dass er und Primordus halt wirklich die kompletten Gegenparts sind. Feuer und Eis und dass sie sich auch nicht anschauen können. Und deswegen wird die Hilfe auch von den Asuran irgendwie die den analysieren, weil anscheinend ist Jean-Marc nicht in der Lage, irgendwie Primordus zu spüren oder zu sehen, was sein nächster Schritt ist oder sonst was. Das ist ein ganz, ganz komischer Text. Da bin ich mal gespannt, was der noch bedeutet. Der ist halt ohne Grund. Dann gab es noch eine Sache, weil Aurin sagt, sie selbst will niemanden töten. Mit Kalkatoik, das hat sie halt das Leid von ihrem Großvater weggemacht. Jean-Marc nutzt es wieder so, um sie zu manipulieren. Und sie sagt, sie ist halt ein Drache, der heilt. Und er kann das nicht. Was übrigens auf gut, also was ich als Spieler übrigens furchtbar langweilig finde. Nee, ich halte mich raus. Ich bin ein Drache, der heilt. Ja, das liegt daran, weil sie einfach zu stark ist, zu mächtig. Das ist ja genau das Problem, wenn du Charaktere hast, die einen hohen Power-Level haben, dann sind es die, wo immer es am Schluss auftauchen. Das ist doch bei jedem Anime. Das ist das Superman-Problem. Das ist das Superman-Problem, ja. Das ist halt immer das Problem, wenn du Charakter mit Gottkräften nimmst. Aber jetzt mal ernst, das ist doch langweilig. Ja gut, das wird hier wenigstens benutzt. Warum? Kann nicht einfach jemand irgendwann mal Aurin mal so ein Speer in den Rumpf reinstoßen? Oh Gott. Also ich glaube, das wäre viel interessanter. Ja, sie wird sicher noch in Aktion treten. Also muss einfach so sein. Was auch interessant ist, sagt, sie will halt alles heilen. Und er nutzt es halt und versucht, ihren Satz unterzudrehen, also wirklich diese umgekehrte Psychologie einzusetzen. So, ach so, du wartest, bis die alle am Boden sind und dann heilst du die. Und dann, wenn du dann über den stehst und so weiter. Und das hat sie halt sofort niedergeschlagen, hör auf. Und das ist halt so 1A-Manipulation hier. Ja, das war auch mega intelligent geschrieben. Das hatte mich in dem Moment dann auch mega überrascht. Dieser wirklich sehr coole Konter. Vor allem durch die Sprachausgabe, die macht da halt so viel Gutes. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, einfach hier auf dem Wiki. Und die Sprachausgabe bringt halt wirklich dieses, ach so, das rüber, was der Text halt an sich nicht macht. Wow, also wie gesagt, der Dialog war großartig. Ich glaube, das war auch mit das Wichtigste, was man dann hat. Klar, und unser Commander will natürlich auch Aurin, komm, Mädel, mach mal was. Und sie so, nee, das ist Sache zwischen Feuer und Eis. In Prisma hat er nichts zu suchen. Ja, genau. Aber es wird schon funktionieren, so wird alles gut und ja, fertig. Fand ich übrigens auch ein schönes Bild mit Feuer und Eis und Prisma hat er nichts zu suchen. Das fand ich eigentlich ein schönes Bild, ehrlich gesagt, tatsächlich. Ich glaube, was hast du dazu zu Angst hat, also wie gesagt, das würde mir jetzt sagen, das ist in der kompletten Episode bisher der beste Dialog. Also in dieser Episode Champions, um es genauer zu sagen, war das bisher der beste Dialog. Ach, ich weiß nicht, also ich fand zum Beispiel die Wortgefechte mit Timmy und Braham in Metrika auch nicht so schlecht. Auch wenn viele sagen, Timmy war da ziemlich dämlich, fand es eigentlich nachvollziehbar. Aber klar, von der Qualität und der Tiefe sind da, glaube ich, alle
Fenger und Jaume Dialoge mit Aurin ziemlich gut. Auch damals, bevor Kapitel waren noch. Und mit Fenger reden sollten, die waren ja alle schon. Okay. Also, dann lief es so, wenn ich mich recht erinnere, dass wir angerufen werden, ey, in Felder Verwüstung haben wir Probleme. Wenn ich mich recht erinnere. Das war ja immer so. Von Captain Thaddeus Zorn von der Ebon Vorhut. Genau. Kriegen wir einen Post geschickt, das eilig ist. Ich glaube, die haben alle keinen Kommunikator. Wie kommt der Brief so schnell zu uns von Ebon Falke? Keine Ahnung, aber hey. Ja, okay, das ist Gameplay. Ich weiß. Wie erfahren die Leute immer so schnell, dass ich die komplette Map abgeschlossen habe? Ist okay. Ich werde von jemandem wohl beobachtet. Dann. Von E bestimmt, ja. Genau, dann gehen wir eben in Felder der Verwüstung. So, Felder der Verwüstung ist halt super interessant. Was muss man zu Felder der Verwüstung wissen? In Felder der Verwüstung gibt es halt eben Ebon Falke. Das ist eben die Geschichte, der Ort, wo die Drachenhilfsmission stattfindet. Und Ebon Falke hatte früher, ich glaube jetzt inzwischen, so lore-technisch glaube ich weniger, immer so den Kampf gegen Char gehabt. Das war immer so eine Stadt, die stand immer unter Belagerung der Char. Und die einzige Möglichkeit, zwischen Götterfels und Ebon Falke hin und her zu reißen, war dann irgendwann nur noch das Azura-Portal. Ich meine, im Buch wurde das auch, im Klinge des Schicksals wurde das, glaube ich, auch am Anfang durch thematisiert, Ebon Falke, wo, glaube ich, Logan auf dem Weg war von Ebon Falke zu Götterfels. Ich weiß schon gar nicht mehr, schon wieder ewig her. Aber ich meine, da wurde es dann auch nochmal thematisiert. Und ich meine, auch Ridlock war, glaube ich, auf dem Weg Richtung Ebon Falke oder wollte zumindest Leute, die die Passagen Richtung Ebon Falke begehen, überfallen. Ich meine, da war auch noch was in die Richtung. Ist schon wieder ewig hier. Ja gut, das ist halt immer der ewige Kampf zwischen Separatisten auf genau, der Grenzenscheide. Also, und genau, das ist halt so der große Konflikt dort an der Stelle. Das ist nämlich wichtig jetzt für das, worüber wir jetzt reden. Denn Kasmir ist dort vor Ort. Und Kasmir ist ein bleicher Mesmerin, die alleine natürlich nichts ausrichten kann. Also wäre natürlich die wäre ja praktisch auf Aurin-Level, wenn sie das alleine hinkriegen würde. Wie ein Jenna könnt. Ja, das Schild gibt es ja immer noch. Wahrscheinlich sind auch alle Menschen, die dort leben, eigentlich nur Klone von ihr. Das wäre cool. Ja, das wäre ziemlich cool. Eigentlich ist das eine Geisterstadt. Ja, das wäre im Prinzip dann wie im Raid, oder? Weiß ich nicht. Wie heißt sie wieder, die Weiße Mann oder die? Ich habe die Raids nicht gespielt. Spoiler okay. Nicht. Was? Okay. Ja. Tatsächlich ist nämlich in der Nähe noch eine weitere Person, und zwar Grezia. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Grezia gehört? Die Person, die seit der Eisbrot-Saga uns immer auf Schritten tritt, praktisch seit, wann folgt die uns? Eigentlich seit wirklich Kotmartal, ne? Ist das jetzt, sag das mal. Uns auf Schritt und Tritt verfolgt oder immer wieder mit uns die Wege kreuzt, ja, sei es Nieselwaldküste, sei es Grobmartal, sei es jetzt eben Felder der Verwüstung. Ja gut, der Grund ist, die hat aber einen Grund, warum sie da ist. Ja, natürlich. Ja, dann erzähl ich ruhig. Denn sie war dort wegen den Abtrünnigen. Das war doch das, was du sagen wolltest. Denn sie ist ja jetzt Imperator. Imperator ist sie, ist Imperator der Blutlegion. Genau. Und muss sich da dementsprechend um einige Dinge kümmern, die Benga so hinterlassen hat an Duff. Genau, und es kam halt raus, dass Benga im Prinzip die Abtrünnigen, die Char-Fraktion hier finanziert hat und mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass sie halt weiterhin geht. Stimmt. Das habe ich komplett vergessen. Es ist zum Beispiel jetzt dieser Handlungsstrang, der jetzt mit den Abtrünnigen endlich abgeschlossen ist. Haben sie auch noch so schnell benutzt. So, jetzt könnte natürlich Grezia natürlich einfach in Ebon Falke einmarschieren mit ein paar Char-Kopan, aber dann gibt es natürlich das Problem, die Bevölkerung von Ebon Falke hat natürlich eine gewisse Grundangst vor Char in Ebon Falke. Was ich eigentlich interessant finde, wenn ich überlege, wie viel Char so an Char-Spielern so durch Ebon Falke durchrennen. Ich glaub, und das kann ich nicht vergleichen. Aber ja, aber wenn man es überlegt.
Diese Angst war eigentlich, also das war so Kasmirs Angst, dass das vielleicht problematisch wird. Diese Angst war am Ende des Tages, als die Zerstörer gekillt worden sind, eigentlich vollkommen unberechtigt. Über den Kampf, glaube ich, müssen wir an sich eigentlich gar nicht reden, weil da ist ja eigentlich nichts passiert. Nee, ich glaube, da sind gab's nicht mehr Dialoge halt oder so. Das Halbblüte kann entweder kommen oder die Jars. Ja, interessanterweise hat man halt noch im Trailer die Deldrimor-Zwerge dort gesehen, aber die habe ich auch in den manche hatten das bei der Ashen-Mission. Das liegt aber daran, weil das Fraktionsevent aktiv war. Das heißt, da waren sie schon in der Ashen-Story. Ich weiß nicht, ich habe die weder oder ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ehrlich gesagt achte ich gar nicht, habe ich bei der Mission noch nicht einmal. Du konntest sie, glaube ich, haben. Er spielt eigentlich auch gar keine Rolle für die Story tatsächlich. Jedenfalls Chris, ja, Kasmir und wir können auf jeden Fall den Zerstörer, der da unterwegs ist, den Gar ausmachen. Und ja, was jetzt muss ich noch kurz überlegen, was hat man nochmal in den Dialogen, die man mit den führen konnte, man erfährt halt, dass Mia die Stahl Imperatorin die Nachfolgerin von Smutor, das wussten wir schon in der Episode. Wir wussten, dass man sie zur Imperatorin machen wollte, aber hatte nicht gewusst, wo sie sich gerade befindet. Ja, richtig, die war, glaube ich, unterwegs noch in Drachensturz oder so. Oder irgendwo wegen Kalkatorik. Und die ist jetzt auf jeden Fall die Nachfolgerin von Smutor und macht da anscheinend die Star-Legion genauso wie er, so weiter. Das hat aber kein Interesse an Kan-Ur, weil es... Also die ist halt so blöd, dass sie das will, sagt dann Chrissia. Dann, wie gesagt, erfahren wir natürlich, dass wegen Bengas Büro mit der Melis, das ist ja von der Aschenlegion, durchsucht haben und dann rausgefunden haben, dass er halt die Jar-Abtrünnigen da hier finanziert und unterstützt. Deswegen ist er ja in Ebon-Falge und bringt sie im Prinzip alle um. Okay. Und dann natürlich halt noch dieses, okay, die Menschen in Ebon-Falge vertrauen jetzt so ein bisschen mehr vielleicht den Char, und weil sie als Imperatorin drin ist, ist das Ganze sowieso so ein bisschen stark politisch, und ja, schauen wir mal, wie es sich halt entwickelt. Also man hat versucht, nochmal so eine alte Storyline von Classic irgendwie abzuarbeiten und abzuhaken. Genau, aber was ja eigentlich ganz nett ist, weil die verhandeln ja dort, es gibt ja dort einen Ort, wo die Char und die Menschen sich treffen an einem großen Tisch und miteinander verhandeln. Die verhandeln seit 8 Jahren und es hat sich beziehungsweise seit 8,5 Jahren, wenn man es genauer nimmt. Und da hat sich nichts bisher so lore-technisch irgendwas großartig geändert. Ja, weil es halt nie interessant war, das ist halt das Problem. Außer wir hatten eine Annäherung jetzt, es ist eigentlich interessant, in der Episode von den Menschen an die Char heran, ja, wo Logan und Kasmir in Nisewaldküste gekommen sind, um der Allianz der Char zu helfen. Oder wie hieß das nochmal, die Allianz? Irgendwas in die Richtung. Genau, einmal von der Richtung, und jetzt haben wir von der anderen Richtung auch eine Annäherung von Char-Seite an die Menschenseite, dahingehend, dass die Char den Menschen in Ebon-Falge helfen, dem Ort, den Char immer unter Druck gehalten haben. Puh. Ja, sonst gab es da nicht wirklich groß noch was, also was storytechnisch jetzt vor allem wichtig war. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir dann wieder zurückkommen ins Auge des Nordens und dann hier direkt weitergeschickt werden, und zwar Donnerkopf, genau. Also ist halt ein grundsätzliches Problem bei diesem ganzen Kapitel. Es gibt einfach nur Kampf-Event mit ein bisschen Story dazwischen, aber so ist halt. Aber die Donnerkopf oder Donnerkopf-Gipfel beziehungsweise Donnerkopf-Feste ist so storytechnisch um einiges interessanter, denn ja, definitiv. Denn Deldrimor-Zwerge tauchen auf. In dem Fall war es, glaube ich, Locke Steinheiler, hieß er so. Hieß Locke Steinheiler. Wo viele dann auch gefragt hat, ist er irgendwie verwandt mit Otgen Steinheiler? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hab von dem noch nie was gehört. Was noch die nächste? Ja, gut, das ganz große, interessantere Teil ist dann eben Braham und die Zerstörer, das Thema. Also, mein Mickey steht auch nicht über den Zwerg, dass er wahrscheinlich da mit dem Verwandt ist. Alles, wer steht hier? Agnes meint, Locke dürfte Otgens Sohn sein, könnte hinkommen. Der scheint tatsächlich auch ein bisschen jünger, so vom Aussehen zu sein. Er hat nicht so einen großen Bart wie Otgen. Könnte vielleicht passen.
Ja, wäre eine gute Erklärung. Ja, aber das große Thema und interessanteste Thema vielleicht ist in dieser Instanz Bram und die Zerstörer. Wobei ich sagen muss, entweder ich war zu blöd und habe nicht die ganze Dialoge, die ich da so gehört habe, nicht alle mitbekommen und nicht alle gescreenshottet. Oder die Zusammenfassung verrät einfach viel mehr als das, was da drin besprochen wird. Die Zusammenfassung ist extrem detailliert im Allgemeinen. Die ist extrem gut, die ist aber auch extrem lang. Also es, ja, wenn ihr ein Glas Wein habt, meinetwegen auch ein Glas Wasser, setzt euch hin, lest sie euch oder durch. Kaffee. Oder einen Kaffee oder einen Tee oder Wasser. Dann lest ihr euch mal durch. Die gibt nämlich wirklich nochmal eine extrem guten Zusammenfassung zusammen. Ja, definitiv. Und zwar viel mehr Info sogar. Genau, also was halt drin steht in der Zusammenfassung, beziehungsweise was versucht wird in der Story Instance oder in der Drachenhilfsmission zu übermitteln, ist, Braham kann eben, weiß eben, wo Zerstörer sind. Das hatten wir ja schon im Grunde in vorherigen Drachenhilfsmissionen. Aber hinzu kommt noch, Braham ist ein Magnet für Zerstörer. Das ist auch nämlich eine Information, wichtige Information. Und man könnte meinen, ja, Zerstörer und Braham gehören zusammen. Man könnte vielleicht sogar sagen, Braham könnte vielleicht der Champion von Primordus werden, was wir ja schon im letzten Kapitel im Grunde gesagt haben, dass vielleicht würde Braham... Würde halt erklären, warum es Champions heißt. Ja, es würde erklären, warum es Champions heißt. Ich meine, wir haben drei Champions für drei Altdrachen, die kämpfen, und Kunowang ist dann wahrscheinlich vom anderen Drachen oder Mutter der Champion am Ende. Oder vielleicht... Whatever. Aber, whatever. Aber das würde alles so ganz gut zusammenpassen. Ja, und das würde dann auch zur Prophezeiung von Braham dann wiederum passen, der, was dann in einer späteren Drachenhilfsmission, wenn ich es gerade richtig noch im Kopf habe, dann auch nochmal eine größere Rolle spielt. Aber in dem Fall spricht das Ohr. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Kristallblüte heißt. Irgendwas Miyu oder sowas? Nee, das waren Non. Ja, aber Myron Skialkin. Ist aber es wohl kann der Vereiner, wo bei den Wachsam den Wachsam Abtei war, bei der Abtei war und dann sich den Kristallblüten angeschaut. Ja, eben, also ist eine Kristallblüte. Sag ich ja. Ja, Entschuldigung. Genau, der spricht es ja explizit an, ja, dass er eben diese Prophezeiung hat, wo es ja eben heißt, entweder du killst Jormak oder Jormak killt dich. Und das würde halt. Also offensichtlicher kann es Arena nicht mehr machen. Ich hoffe nur, dass es nicht so einfach gibt. Ja, außer sie wollen halt da einen Plot-Twist irgendwie reinmachen, dass es irgendwie wieder anders ist. Und ich, macht die falsche Fährte hier. Red Herring, wie man so schön sagt. Das würde mir gefallen, weil ich fände das sonst ein bisschen zu straight und zu langweilig am Ende des Tages. Wobei es interessant ist, irgendwie hängt er mit den Geistern zusammen, mit den Norngeistern und gleichzeitig mit den Zerstörern zusammen. Das ist ein bisschen eine seltsame Mischung, weil irgendwie eigentlich die Geister gar nicht so viel mit Altdrachen zu tun haben, außer dass die Norngeister von Jormak versucht wird, aufgesogen zu werden. Das würde vielleicht. Ich sogar noch kurz nach hinten stellen, weil da die ja, Mission kommt ja, da ja, nochmal. Darauf wollte ich ja noch gar nicht eingehen. Ja. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht haben sich die Geister mit den Zerstörern verbündet und sagen, das glaube ich nicht. Ich habe schon mal überlegt, wie kann das irgendwie alles zusammenpassen, weil irgendwie so ganz zusammenpassen tut's irgendwie noch nicht. Aber wir sprechen eh gleich nochmal drüber. So. Ich glaube, ich hätte eine Idee, was mit den Geistern sein kann. Genau, interessante Information, interessante Geschichte ist noch, dass wir eben die Speere hier genutzt haben. die wir für Kraikatorik verwendet haben und sie mit der Magie Aurines, die aus uns herauskommt. Ja, da habe ich mir auch gedacht, wo habt ihr bitte schon Magie von Aurin irgendwie da reingeschmissen oder so? Damit ja, sie funktionieren, in Anführungszeichen. Das ist mir nämlich ehrlich gesagt dieser Teil gar nicht aufgefallen, bis ich vorhin dann nochmal die Dialoge mir angeguckt hatte. Weil was ein bisschen schade ist, das kann ich jetzt auch mal ein bisschen vorhin wegnehmen. Ich habe bei diesen Instanzen ganz viel das Problem gehabt, dass ich gar nicht so viel von der Story mitbekommen habe, weil ich einfach nur am Kloppen war, wie blöd. Das ist halt ein generelles Problem. Und du musst da eine Menge Sachen wegkloppen. Wer hat Speere damals im Podcast gewählt? Naja, gut. Ich finde die Speere grundsätzlich toll. Das ist nach wie vor eine meiner liebsten Fähigkeiten aus einer Liebe World. Ich wünsche, wir hätten die allgemein so.
Ja, da gehören aber auch die Ranken dazu, mit denen man Draconis Mons dann rumgeflogen ist. Da könnte man einige Sachen erwähnen. Oder wie ist das zum Beispiel mit dem guten alten verdammt, wie heißt der, den Schakal, der mit Wüstenportalen gearbeitet hat. Wüstenportal habe ich schon lange nicht mehr auf neueren Maps gesehen. Ja, aber der kann aber funktionieren, dann sind es halt irgendwie Jadewirbel. Also das wäre sogar ziemlich coole Idee, ja. Wenn's vielleicht vertikal ist, bietet er sich an. Ja. Oder bestimmte Bereiche, wo man halt nicht mit der Himmel schuppert. Es ist eine coole Idee. Ja, ja. Wobei man sagen muss, um da nochmal kurz einzugehen, Heart of Thorns ist so aufgebaut, dass du gleiten musst. Path of Fire ist so aufgebaut, dass du nicht gleiten musst. Ja, das haben wir mit Alex habe ich ewig darum diskutiert. Das könnte dann schwierig werden mit Kamta. Naja. Complete Edition, wo alles drin ist, jeder hat das Zeug und du kannst was Geiles machen. Ja, aber du musst halt trotzdem den Leuten die Zeit geben, die Sachen erst zu machen, bevor sie das Addon und. Naja, so, wenn das Addon rauskommt, hast du einfach Gleiten freigeschalten. Wo ist das Problem? Nein, das müssen die Leute sich verdienen. Nein, das müssen sie nicht. Du musst nicht immer den alten Content am Leben halten. Doch, ich habe es mir auch damals erwähnt. Ja, ich musste auch von A nach B laufen. Tief durchatmen. Kommen wir weiter zum nächsten Thema. Ja, das wäre so Reddit wieder. Jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach seltsamsten Dialog oder der seltsamsten Szene. Hast du das auf Englisch oder Deutsch gespielt? Ich habe es auf Englisch gespielt. Mit deutschen Untertiteln. Okay, ich habe es mit Niki nämlich jetzt auch schon gehabt. Graham ist ja Sam Riegel und Miron ist Skialkin, also der Norden. Nee, das meine ich gar nicht. Es geht ja jetzt wieder nach Rathasum. Nein, ich wollte gerade wegen der Synchron spielen. Ach so, okay. Deswegen habe ich Critical Role kennst du nicht wahrscheinlich. Doch. Also kennst du Liam O'Brien und Sam Riegel? Ja, ja, ich weiß, dass sie zusammen. Richtig, und die haben hier beide sozusagen Dialoge in der ganzen Instanzhalle gespielt. Das waren halt die beiden. Der eine war der Norn und Sam ist ja Bram. Ich weiß, für Leute, wo kein Critical Role kennen. Oder ich meine, du hast das auch letzte Woche Podcast schon gesagt. Ich dachte, das sein könnte, dass du auch so ein bisschen nerdest. Entschuldigung. Ich habe dafür einfach keine Zeit aktuell. Okay. Du hast die Dialoge ja sowieso nicht gehört. Doch, habe ich, ja. Und die Instanz, die jetzt kommt, ist ja die seltsamste, meiner Meinung nach. Ja, weil es geht ja nach Rathasum, richtig? Ja, richtig. Sonst macht die restliche Story keinen Sinn. Richtig, im Prinzip im zweiten Kapitel, wir sind im B-Kapitel von Kapitel 2. Weil es sind, im Prinzip, ja. Ja, whatever. Das heißt, Jomax Welt ist jetzt der Story-Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen. Genau, also werden nach Rathasum zum Arkanrat gerufen, wo Taimi ist, wo Gorg ist, wo zwei unwichtige, meiner Meinung nach. Counselor Vaag und Counselor Haya. Die sind so unwichtig eigentlich. Flant fand ich interessant, war übrigens nicht da. Nein, der hockt ja am runden Tisch im Auge des Nordens auf seinem eigenen, selbst neu designten Stuhl. Während der andere Asura, der neben dran steht, keinen Stuhl bekommen hat. Es ist wichtig, da kam ein Gilchat raus. Das weiß ich doch. Aber man hätte durchaus auch Flant dort auftreten lassen. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Jedenfalls. Was dort passiert, ist Folgendes. Die Asura haben ja mit der letzten Episode angefangen, Daten über Primordos zu sammeln. Mhm. Und was sie festgestellt haben, war, dass durch diese Geschichten, die Primordos da so getrieben hat, wie die Donnerkopf-Feste zum Beispiel anzugreifen oder Provinz Metrika anzugreifen, Brisbane-Wildnis anzugreifen, dass die dort an Stellen waren, wo Feuer vorkam und sich damit ihre Kraft exponentiell erhöht haben. Sie haben praktisch das Feuer in sich aufgenommen und sind dann stärker geworden. Damit ist Primordos halt stärker geworden. Genau, sie sagen ja auch explizit, also das Gleichgewicht ist nicht mehr hergestellt, Primordos ist jetzt stärker als Jomax. Und eine Person, die dort auch ist, die wir ähnlicherweise jetzt vergessen haben, noch gar nicht zu erwähnen, ist auch Ryland, der diese Information entgegennimmt und noch weitere Informationen über Primordos sammelt.
Ja, komm mal wieder zu Aurin am Anfang zurück, wo Jormag ja gesagt hat, er kann ja seinen Bruder nicht sehen. Und so weiter. Deswegen braucht er die Asura. Das ist der Grund hier. Dass sie die Daten liefern, weil er, keine Ahnung, wahrscheinlich können die sich wirklich nicht sehen irgendwie oder haben so. Vielleicht können die sich nicht riechen. Ja, die sind vielleicht unsichtbar zueinander irgendwie. Ja, was komisch. Ja, was Gott. Jedenfalls. Die Asura helfen also jetzt Jormag, indem sie die Daten, die sie gesammelt haben, an Ryan mitgeben. Und Ryan bedankt sich noch ganz nett, geht durch sein Eisportal und dann ist die Story, die Instanz einfach beendet. Und ich saß so da, ja, warum ist die jetzt einfach beendet? Es gibt ja noch Dialoge, mehr oder weniger. Nee, ich bin da überall rumgegangen, habe alle angesprochen. Da gab keine Dialoge, bei mir war einfach Schluss. Ja gut, ich meine, was rauskam, ist ja die Tatsache, dass wir jetzt wissen, wo Zerstörer angreifen können. Dank Timing. Ja. Das heißt, man kann ungefähr schätzen, wo es angreift. Das ist der Grund, warum er zu dem Doriksee dann. Also, ja. Dass wir das auf jeden Fall wissen, dass im Doriksee demnächst irgendwas kommt. Deswegen ist Logan und Cole, sind die schon mal da stationiert und bereiten sich vor, bevor die Zerstörer da. Das ist richtig. Dann wissen wir hier raus, dass halt beide Drachen durch diese Eisenfeuerkräfte ihren Power-Level höher machen. So 9000. Ja, Moment, zumindest haben sie das nur über Primordus gesagt. Ja gut, ja, aber es steht auch dabei, dass es aktuell so aber ist. Aber nicht wie. Nein, aber sie haben gesagt, dass die beiden in der Balance normalerweise sein sollen, dass es halt jetzt in Richtung Primordus gekippt ist und Jormag schwächer ist. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, was können wir jetzt machen? Ja, stimmt. Ja, das heißt, okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen es irgendwie, die Verbindung zu Primordus zu kappen, damit der nicht von seinen Zerstörern die ganze Zeit die Feuermagie die Macht bekommt. Also damit er wieder schwächer wird. Ja. Einfach damit er, wie damals bei Seitan, dass man einfach die Nahrung ab. Ja, ich erinnere mich. Oder wir leiten die Energie um auf Jormag. Oder wir machen Jormag stärker in dem. Ja, genau. Aber in dem Fall haben sie ja wirklich davon gesprochen, wir leiten die Energie irgendwie um auf Jormag. Tatsächlich. Ja gut, Gorik findet es ja extrem dämlich, den anderen Drachen stärker zu machen. Ja, auch gesagt. Ja, wir sagen ja auch selber als Charakter, also wir können nicht so dämlich sein, jetzt Jormag zu helfen oder noch stärker zu machen, wenn wir überlegen, dass wir Wochen vorher im Grunde Jormag noch bekämpft haben. Mhm. Gebe ich auch vollkommen recht. Also wenn mein Spielercharakter das nicht gesagt hätte, hätte ich auch gefragt, okay. Aber ich bin eigentlich ehrlich dafür, dass das eigentlich Primordus stirbt, weil die zentrale Fährkammer muss zurückerobert werden. Das muss geschehen. Hey, das ist der Grund, warum sie vom Eisdrachen auf der Seite stehen. Ich finde es halt trotzdem interessant. Also Ryland ist direkt abgehauen, nachdem wir gekommen sind, nachdem er die Daten hat. Also er weiß auf jeden Fall, Feuerdrache ist zu stark, mein Meister ist zu schwach. Wir müssen also sein Power-Level wahrscheinlich erhöhen. Nehme ich mal an. Und das ist ja das, was ich im Doric sehe dann im Prinzip. Ja, also die Asuras sind halt ziemlich. Ich meine, dämlich würde ich nicht sagen. Die wollen definitiv die Chance haben, halt wieder beim Mordus umzubringen. Ja, also die die wollen halt wirklich einfach eigentlich wieder in ihre ursprüngliche Heimat. Warum sind sie denn an die Oberfläche gekommen? Weil die Zerstörer gekommen sind. Ich weiß nicht, ob die nochmal wirklich zurück wollen in die Heimat. Die wollen sie zurückhaben, aber die fühlen sich sicher oben auch wohl mittlerweile, nach 250 Jahren. Ich glaube, die haben auch nichts dagegen, da wieder zurückzukehren. Warum denn nicht? Ja. Also, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Also die sind ja eigentlich, wenn man so überlegt, Asura sind ja vom Körperlichen her eigentlich wirklich für das Leben unter der Erde gebaut, ja. Die haben Augen. Mal nur Fratten. Was denn? Das ist doch wirklich Schauflamme. Sie haben große Augen, ja, damit sie bei Dunkelheit mehr sehen können. Sie haben große Ohren, damit sie sich nicht nur auf die Augen konzentrieren müssen. Sie sind von der Statur kleiner gebaut, weil große Körper unter der Erde zu bewegen ist. Hast du schon mal einen Menschen neben Asura gestellt? Die Dinger sind massiv, ey. Ja, schau dir mal an, wie so ein Asura neben Mensch aussieht. Zwerge sehen ja auch nicht besser aus. Aber nimm mir doch mal, guck mal, was lebt denn so auf unserer Welt unter der Erde? Da leben Maulwürfe. Hast du schon mal einen Maulwurf gesehen, der so groß ist wie ein Pferd? Nee, weil das unter der Erde komplett dämlich ist, so einen großen Körperbau zu haben.
Darum geht es. Ich gehe mal zurück zur Scheiße. Und natürlich möchte ich, wenn ich so einen Körperbau habe, aber dann auch wieder unter der Erde leben. So. Ich glaube, was noch interessant war, ist dann, dass wir wieder zum Auge des Norden zurück. Also wir springen ständig von einer Mission oder einem Ort zum nächsten die ganze Zeit. Ich häufig da drauf geblickt habe. Und interessant war es jetzt, dass wir uns mit Benga unterhalten wollen. Und zwar nur mit Benga, nicht mit Jormak, was auch ihn noch kurz hinterfragt hatte. Weil wir einfach ein bisschen mehr über Jormak und Primordus rausfinden wollen. Weil Benga ja, auch wenn er die Stimme ist, trotzdem weiß, was der Altdrache sagt und vielleicht ein paar Gedanken von ihm bekommen kann. Leider gab es da keinen Dialog, weil direkt Kresi ja hier über den Kommunikator angesprochen hat. Hey, Legdorik wird angegriffen. Wieso? Es kann doch gar nicht sein. Die Zerstörer kommen doch erst demnächst. Nee, das ist die Eisbrut. Genau, stimmt. Ich glaube, die Voraussage sagte eine Woche oder sowas. Mhm. Tatsächlich. Das Primordus wird in einer Woche auftauchen. Nee, in a day. Also hier steht es auch. Also genau. Wann wollen die Zerstörer als nächstes angreifen? Und hat dann Taimi gesagt, okay, in der Nähe von Götterfels in einem Tag oder so. Und kaum sind wir zurück im Auge des Nordens. Ja, genau. Aber sie hat auf jeden Fall eine Zeitspanne genannt. Also daran kann ich mir auf jeden Fall noch erinnern, ja. Vollkommen richtig. Genau, dann geht's eben nach Lake Doric. Und Lake Doric, ihr habt es ja schon alle gesehen, dass das ganze Doric-See ist eingefroren. Sie haben auch ein bisschen den Wasserlevel erhöht. Das haben sie auch wunderbar dann im Guild-Chat erklärt, dass da waren ja die ganze Zeit der weiße Mantel und der hat ja den Staudamm zerstört. Richtig? Genau. Und der ist natürlich wieder hergestellt worden. Dementsprechend steigt dann auch der Wasserlevel in Doric-See. Ja, aber sie konnten nicht alles machen technisch. Also sie konnten direkt hier die Karte so ändern, dass dann alles mit Wasser wieder ordentlich ist. Und deswegen sind sie auf die Idee gekommen, lass uns das doch Ganze vereisen. Genau, lass einfach einen Eisklotz reinstecken. Das ist für uns einfacher, als den kompletten Wasserlevel zu steigen. Das ist richtig. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass das wahrscheinlich auch definitiv ein guter Effekt, also kann man nichts sagen. Ja, hat sich auch wunderbar. Optisch war es jetzt nicht so weltbewegend, aber es war... Es hat sich wunderbar dafür angeboten. Ja, genau, nachdem wir dann auch zwei... also was wir feststellen, ist, dass die Eisbrut dort Einwohner einfrieren. Um sie dann auch ihrer Armee zu übergeben, damit sie in der Armee mitrennen, glaube ich. Nee. Also das war so eine Sache, die ich noch nicht ganz verstanden habe, weil die Zusammenfassung sagt ein bisschen was anderes als das, was sie dort gesagt haben. Ja, also ich hatte auch Schwierigkeiten, das zu kapieren, als ich es gespielt habe. Also im Prinzip ist es so, die Bewohner werden eingefroren, komplett in Eis, sterben dadurch allerdings, sie werden mehr oder weniger konserviert. Also, und dadurch, warum auch immer, wird Jormak stärker. Sie sagen, also... Wegen dem Eis, aber was ich nicht ganz kapiere. Na, es wird ja auch gesagt, dass wenn die Welt Jormak im Grunde gehört, dann werden sie wieder aufgetaut und dann dürfen sie ja in einer wunderschönen Welt leben oder sowas. Ja, und... Also war auch sowas. Aber das war so ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. In der Zusammenfassung wird dann irgendwie gesprochen davon, dass dadurch irgendwie die Armee gestärkt wird. Wodurch genau, konnte ich jetzt auch nicht. Deswegen dachte ich, dass die dann vielleicht irgendwann in der Armee mitrennen, weil das so in die Richtung rüberkam. Ja gut, ich habe ja gerade einen Dialog von Ryland. Ja. Im Prinzip, also klar, also wir laufen da ein bisschen durch, machen die Eisbrut, wir retten Einwohner. Und kämpfen gegen diesen Svanir-Heini aus dem Trailer, den ihr gesehen habt. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt einen Namen? Hat er eigentlich einen Namen? Ich glaube, ich habe das nicht einmal bemerkt. Ich glaube, es redet auch keiner darüber, ob der einen Namen hat oder so. Lass mich mal kurz schauen, ich habe ja das Wiki, hier steht Svanir Seer wahrscheinlich. War das der Seer? Er war ein Schamane, der aber auch kräftig zuschlagen konnte. Ich glaube, da gab es auch so einen Witz, dass jetzt keiner irgendwie nur noch einen Beruf hat, sondern plötzlich oder alles kann. Ich glaub, ja genau, Ridlock sagt es richtig, hier war das. Ich dachte, wir bekämpfen hier mit... Wir bekämpfen einen Schaman und nicht einen gigantischen Krieger. Und dann Logan dann gesagt, ja, aber der Kerl ist beides. Und dann sagt Ridlock, spezialisiert sich denn hier keiner mehr? Ich weiß nicht, ob das vielleicht so... Ich meine, wir können ja unsere Glaskugel machen. Das ist vielleicht so. Vielleicht gibt es einen Zweitspec als Elite. Nicht Elite, sondern es gibt einen Zweitspec. Deswegen haben wir jetzt hier einen Schaman. Also Elementisch, der plötzlich... Der vielleicht... Elementisch, der zum
Krieger macht, oder vielleicht sowas in der Richtung. Vielleicht wird der Krieger zum Schamane. Ja. Ich sehe schon wieder so. Hm. Ich spiele ja aktuell jeden Sonntag, das kann man ja auch nochmal kurz einwerfen, jeden Sonntag die Story nochmal nach. Bin ja gerade in der zweiten Staffel, kurz vor Heart of Thorns. Und dann gab es auch die Stelle, wo dann eben Marjorie sagt, sie wird gerade von Frogs trainiert im Schwertkampf und ihr werden da ein paar Stellungen gezeigt. Stellungen wurden dann auch beim Schnitter dann verwendet, also Kampfstellungen als Skills. Da wurde schon wieder eine Menge damals eigentlich angeteasert, aber keiner hat es geblickt. So, was? Okay, also ich gucke nochmal kurz hier in der Wiki, weil auch Ori so ein bisschen was geschrieben hat. Also nochmal, warum? Also, auf Deutsch gibt es da nichts. Also, im Englischen heißen sie Frozen. Also das heißt einfach nur Frozen, dieses Frozen. Die Eingefrorenen, meinst du? Ja, die Eingefrorenen, also sowas in der Richtung. Und das sind eine Form von korrumpierten Drachendienern von Jormat. Das sind ganz normale, intelligente Leute Menschen. Oder Wesen. In dem Fall sind wahrscheinlich auch mehr als nur Menschen hier. Wahrscheinlich. Alle intelligente Lebewesen können eingefroren werden auf diese Art und Weise. Und dadurch, dass sie dann auf die Art und Weise jetzt eine Verbindung zum Alteren haben, als sie korrumpiert worden sind schon, stärken sie den Drachen. So steht es im Wiki hier. Okay. Aber meinst du wirklich alle? Meinst du, ein Silvari kann korrumpiert werden? Nee, Silvari dürfte ja eigentlich nicht, weil die sind allgemein immun gegen alles, weil sie Drachendiener sind. Der schon Mordrim auf Tod oder ist, waren. Sind sie immer noch. Ja, aber trotzdem, oder? Vielleicht ist Genetik, Magie. Ja, ja, also. Von ja. der Regel her in der Welt dürften sie eigentlich nie korrumpiert werden. Theoretisch eigentlich nicht, doch. Nicht. Außer vom Dschungeldrachen da. Ja, der hat sie ja, aber ja. Der hat sie ja auch nicht korrumpiert. Der hat sie eigentlich nur. Doch, die sind zu Mordrim geworden. Er hat aus toten Körpern Mordrim gemacht, aber er hat auch bestehende Silvari umgewandelt. Weil viele sind auch wieder zurück, wie der im Bastard der Verwinde, wo oben hocken und sagen: Ich bin. Das hat mich traumatisiert. Ja, wir haben ja auch so Personen wie Scarlett, die im Grunde umgedreht worden ist und eigentlich, genau. oder wie der andere Typ hieß in... Erin. Das solltest du wissen. Erin? Ja, solltest du wissen. Du hast gespielt vor 3 Wochen. Ja, ja. eigentlich war das irgendwann im Dezember, das ist schon wieder ewig. Ach, die Zeit. Whatever. Und ich glaube noch was, also klar, dann besiegen wir den Schaman, Heini, bla bla, der ist unwichtig, aber auch nicht die besten Mechaniken. Vergessen wir den einfach. Genau. Rylan taucht dann auf, macht wieder einen Monolog, so immer bla 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 und haut wieder ab. Bla bla bla, Mr. Freeman. Ja. Und wir hocken alle da, oh mein Gott. Oh Gott, Lord Dampf. die Eisbrut greift jetzt auch noch an. Wir haben jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg, wir haben Primordus und Jormungandr. Wir haben es doch gesagt, dass der uns verrät. Und Tracia war halt so ein bisschen, Rylan, warum? Und der Spieler nur so Pikachu-Face. Ich weiß nicht, oder so ein Picard, was Facepalm, so im Kopf schlagen irgendwie. Ja, also für uns Spieler war es ja klar, dass der uns. Für die Leute da drin anscheinend nicht, aber gut, sie kämpfen ja auch schließlich schon 2 Monate die ganze Zeit mit dem. Was er noch sagt, ist die Tatsache, die Leute werden im Eisblock. Also der Eisblock kann nicht von Zerstörern platt gemacht werden, das heißt. Wahrscheinlich kann Jormak dann Primordus nicht andere noch korrumpieren oder durch Feuer röschen und dadurch mächtiger werden, keine Ahnung. Es schützt auf jeden Fall auch die Leute. Und wenn Jormak gewonnen hat und die Welt in seinem Bildnis dann wieder neu aufersteht, werden die dann von Rylan befreit und er wird dann ihr Anführer sein. Also Rylan gibt auch schon so ein bisschen seinen Größenwahnsinn hier ein bisschen frei. Sein Wunschtraum. Eigentlich sein Motiv. Warum er zum Champion von Jormak bereitwillig geworden ist. Genau. Das ist eigentlich sein Motiv. Das wurde ja bisher eigentlich auch nie wirklich erklärt, warum das der Fall ist. Es war immer so eher so der Gedanke, er möchte nicht im Schatten so von Ridlock stehen und von wie hieß der andere, Benga. Das war so immer ein bisschen das Motiv. Aber im Grunde ist er halt jetzt wirklich machthungrig, ja, machtwahnsinnig definitiv. Geworden, wenn er es nicht schon vorher war. Und es bloß ganz gut verdeckt hat. Er kommt wahrscheinlich auf die helle Seite. Ja, er macht den Kylo Ren. Ja, der passt auch. Und jetzt bin ich nicht Emo, das ist schon mal gut. ich sag das. Ja. Er ist halt blau und nicht schwarz. Okay.
Gut. Dann. Sonst, jetzt, wir wissen auf jeden Fall, dass wir dann zwei Fronten kämpfen müssen. Und ja, das war es mehr oder weniger. Also das war halt jetzt die Episode, die wahrscheinlich, wenn es eine zweite neue Episode gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich dann so ein gewesen, wo du einen riesen Cliffhanger zum Beispiel würde ich später mal stellen. Das passt eigentlich ganz gut. Und dann wäre wahrscheinlich im ursprünglichen Plan nochmal was dazwischen gekommen. Mhm. Denn was jetzt passiert ist, wir gehen in die Schneekuhlenhöhlen und. Ja, weil Bram wieder was spürt. Genau, weil Bram was spürt. Genau, ja, richtig. Nee, jetzt passen wir im Auge des Nordens und dann so, Commander, ich. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn los hier? In den Kodans, in den Schneekohlenhöhlen, da gibt's was. Ich muss da hin, schnell. Ja, ihr sollt da sein. Genau. Ja. Und wir kommen da hin, treffen auch Kodan, machen eine sehr coole Escort-Mission, meiner Meinung nach. Denn diesen Kodan, den du da begleitest, du hast es ja gespielt, ne? Ich habe alle gespielt. Das war, glaube ich, eine Geschichte, über die ihr letzte Woche nicht gesprochen habt. Wenn ihr nämlich in der Schneekohlenhöhlen in dem Challenge-Mode Probleme habt, nehmt euch einen Schrotter mit, der soll dann auch bitte so drauf sich skillen, dass er jedes Mal, wenn eine Gyro kaputt geht, Superspeed gibt. Und du glaubst nicht, wie schnell dieser Kodan abflitzen kann. Also ich hab das mit einer Gruppe zweimal gemacht. Ja? Einmal haben wir denen nur Eile gegeben und dann haben wir dem Superspeed gegeben und wir hatten 1,5 Minuten mehr im Vergleich zu dem Versuch vorher, wo wir nur Eile verwendet hatten, auf der Uhr gehabt. Also wirklich ein Tipp, wenn euch da die Zeit problematisch ist, nutzt das. Dieser Kodan flitzt euch so schnell weg, dass ihr als Schrotter nicht mehr die Chance habt, ihm dann nochmal Superspeed zu geben, weil er so schnell abflitzt. Das ist aber nur so kurz am Rande. Geht schneller vorbei, ist auch gut. Ja, aber viele haben auch Probleme, dass die Uhr abtickt, diesen Timer, diesen Herausforderungstimer schneller runtertickt, als sie den runterkillen können. Ja, so, weil der Boss am Ende richtig. So hast du nochmal ordentlich Puffer. Ja, jedenfalls haben wir dann diesen Escort. Ich meine, war Kasmir auch dabei? Ja, Kasmir war definitiv dabei Kasmir und sie redet die ganze Zeit Bram ein bisschen zu, weil er wieder Probleme hat hier, weil er ist jetzt nur in der Prophezeiung und Schein und weiß nicht so ganz, er weiß nicht ganz so, was ist das so mit mir und den Zerstörern. Ich habe so Angst auf Veränderungen so in die Richtung. Und mit Glauben. Mit Glauben, genau. Und der ganze Druck, den er bekommt. Und jetzt geht's um die Geister und Kasmir halt so, ich weiß, Glauben ist wichtig. Bei mir war das damals ja auch wichtig, wenn Führung da Path of Fire, Baldassar und die Göttersache bei dir und versucht halt ihn so ein bisschen zu machen. Alles gut, komm mal in meine Arme. Ja. So ein bisschen. Macht ein bisschen Charakter bei ihr, so wie sie ist jetzt die genau. gute Seele. Aber das ist alles relativ ungerichtet, wo wir eigentlich hinlaufen. Mhm. Gerichtet wird es dann, wenn wir auf ein paar Eisbrot getroffen sind und er dann praktisch, also er merkt ja immer so ein bisschen so, hört den Schrei von einem der Geister und dann wird es halt besonders intensiv, wenn sie dann relativ nah dann auch am Tempel der Eule sind. Ja, irgend so ein Eisboot will ihn ja auch aufhalten irgendwie. Und, genau. Funktioniert nicht ganz. Ja, und woraufhin, also Kasmir kriegt das ja auch mit und wir dann auch, dass eben auch Eule richtig schreit. Also da würde dem Geist der Eule dann wirklich ordentlich wohl Schmerzen zugefügt, dass selbst wir die dann gehört haben. Ja, jedenfalls gehen wir dann zum Tempel der Eule, was mir persönlich sogar extrem gefallen hat, weil ich habe mir immer gewünscht, dass die Eule irgendwie nochmal eine Rolle spielt, weil damals zu Vanilla-Zeiten eigentlich dieser Tempel schon extrem interessant war. Ich kenne diese Eule, war der beste Spruch. Der ist wirklich gut, den habe ich gar nicht mitbekommen. Ich kenne diese Eule. Okay. Was? Wo? Kam der wirklich davor? Kam der wirklich vor? Ja, tatsächlich, richtig. Genau, immer den Sohn von Svan hier, Blattmann, da steht ein Noted Eule. Eule ist okay. Okay, jedenfalls kommen wir beim Tempel an. Da treffen wir dann eben Ryland an, schon wieder. Ja, und da merkt man, ja, da war wahrscheinlich irgendwie ursprünglich ein bisschen Story dazwischen geplant gewesen mal. Mhm. Und deswegen treffen wir jetzt Ryland so kurz aufeinander. Ja, das ist halt fürs Pacing echt furchtbar. Ja, aber ich finde, es geht noch. Mhm. Könnte schlimmer sein. Der dann eben die Kraft von Eule abzapft. Eule ist ja, haben wir ja zuletzt in der Nieselwaldküste, zweiter Teil, wo es gegen Lenker geht, schau mal, was wir machen. Wo
Ach, Jomax Erwachen, glaube ich, hieß der Episode. Das war Jomax Erwachen, ja. Wo Bram ja ausgesehen die Eule hervorgerufen hat und die sich eigentlich versteckt hat vor Jomax. Und jetzt war sie doch so offensichtlich und wieso auch immer die dann im Tempel war, das habe ich jetzt so nicht ganz verstanden. So 0815 Tempel, so eine alten Karte hockt so drin, ja, und versteckt sich. Okay. Ja, vor allem halt nicht irgendwie, was weiß ich, im Tempel vom Ochse oder so, sondern nee, sie muss sich natürlich in ihren eigenen Tempel hocken. Ich glaube, wenn die Nebel gehen können oder irgendwo, wenn sie es kann. Das ja, anscheinend hat das nicht mal ganz funktioniert, aber dann hätte ich mich auch nicht mehr im Tempel von mir selbst versteckt. Das ist ja wie als, ich verstecke mich zu Hause, da wird man mich bestimmt nicht finden, weil zu Hause wird mich nie jemand suchen. Ja, halt wie es ist, ist halt konstruiert. Aber das war ein bisschen der Teil, den ich an der Stelle ein bisschen kritisiert habe. Aber ich kann auch damit leben. Okay, wir kämpfen gegen Ryan. Übrigens an der Stelle noch ein Tipp zum Challenge-Mode. Setzt kein CC ein gegen Ryan. Das macht nämlich keinen Unterschied, ob der CC'd ist oder nicht. Der macht immer den gleichen Mist. Und wenn ihr nicht CC'd, könnt ihr länger Schaden machen und eher seinen Schaden ausweichen in der Zeit. Oh, kleiner Tipp nur wieder an der Stelle. Und was passiert dann? Ja gut, das ganze Ding fand ich auch teilweise gemacht. Also im Prinzip wieder die Kraft von Eule abziehen, genauso wie es mir damals in dem Denker-Busskampf hatten. Ja. Oder wo beziehungsweise Ryland war ja schon dann, hat diese Dinger benutzt, die Geister, um Jormag aufzuwecken. Und im Prinzip geht es hier genauso. Bram versucht halt dagegen zu steuern irgendwie, warum der plötzlich so Kräfte hat, keine Ahnung, aber er kann halt auch einen Strahl abschießen. Und sie kämpfen so ein bisschen darum, dass Eule hier nicht irgendwie jetzt zu Jorma geht. Genau. Die haben ein Schild außenrum, das heißt, wir können da relativ wenig machen. Schreien. Und dann, ja, wir wollen Ryan auch nicht töten, weil er angeblich zu mächtig ist. Wir wollen ihn nur ablenken genug oder Bram Zeit geben. Kommt halt zwischendurch immer die Gegner wählen mit der Eisbrücke. Ja, über den Kampf muss man gar nicht großartig weiter reden. Aber im Grunde endet es natürlich so, dass wir Ryan besiegen, aber das bedeutet nicht, dass wir Ryan komplett ungenutzt haben. Nee, der stellt sich nochmal hin, ja, sagt, was er, dass, okay, ich habe jetzt verloren, aber uns selber, ich meine, auch wir selber machen, glaube ich, noch einen Kommentar, oder ich glaube, das schon zum Zusammenfassen, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Für uns selber fühlt es sich aber dennoch irgendwie nicht als gewonnen an. So wird das zumindest in der Zusammenfassung. Ja, auch, es kommt irgendwie jetzt so richtig rüber. So also bestimmt. Eule stirbt anscheinend hier. Also ja, genau. Das ist eine Geschichte. Die opfert sich, bringt sich das um. Das ist so eine Information, die kriegt man aus der Zusammenfassung. Ich nehme an, dass Eule einfach gestorben ist und die Kraft damit verpufft ist von ihr. Das ist ein bisschen Plothole an der Stelle. Muss ich aber auch sagen, ich brauche jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr Eule mehr. Ehrlich gesagt. Aber ich befürchte, dass wir jetzt in den nächsten zwei Kapiteln nochmal mit Ochse, Vielfraß und, was war der dritte, Adler zu tun nochmal haben rumfliegen, werden. Nochmal rumfliegen, nervtötendes Kreischen. Ja, das war eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, so ist nicht. Aber ich meine, ich gehe mal davon aus, dass wir mit denen jetzt auch nochmal zu tun haben werden. Oder, was natürlich extrem cool wäre, nochmal mit Otter. Otter ist cool. Otter ist extrem cool. Oder vielleicht mal mit den alten, bekannten Vier, Rabe, Bär. Ich nehme an, dass die Geister noch mal eine Rolle spielen werden. Oder sie sollten ursprünglich mal eine Rolle spielen. Sie werden definitiv, weil der Dialog hier ist ziemlich cool. Weil bevor Eule stirbt, und das ist etwas, mit dem ich extrem Schwierigkeiten auf Deutsch hatte vom Dialog, weil ich... Ja. Also ich weiß nicht, ob du das Deutsch hörst. Ich habe hier noch das Englische. Also das... Wie heißt es? Die Wildnis zusammen kann den Fall zeigen. Kann oder den Sturz Fall zeigen. Oder den Sturz zeigen. Also den Sturz Jormax zeigen. Oder sein Sturz. Ja, ich habe auch... Das ist auf jeden Fall so ein Satz, was Bram nicht versteht, was wir nicht verstehen, was eigentlich keiner versteht. Und was jetzt so ein kleines Rätsel sein wird. Das heißt, man braucht die Naturgeister, um zu gewinnen. Und das ist halt jetzt die Frage. Ich meine, was wissen wir über die drei Geister? Die sind immer noch trotz allem an Jorma gebunden. Wenn alle drei Geister weg ist, fällt dem doch im Prinzip die drei Energiequellen weg, die er braucht. Das heißt, so kann man ihn vielleicht noch mehr schwächen. Und wenn Braham dann natürlich Champion von Primordus ist,
kann er den Todesstoß machen auf die Art und Weise. Aber ich bin an dieser Stelle mal ganz ehrlich, ne? Ja. Ich bin froh, dass ich nicht mir den Kopf darüber über dieses Rätsel zerbrechen muss, weil ich bin mir sicher, in den ersten 5 Minuten der nächsten Episode wird dieses Rätsel für mich gelüftet werden. Action DRM wird sofort gelöst. Ohne, dass ich etwas darüber nachdenken muss. Gott, bin ich froh darüber. Nee, das glaube ich nicht. Wir sind ja im Grunde jetzt mit der Story schon vorbei, weil die stoppt dann halt an der Stelle einfach. Ja, bis auf die Zusammenfassung, genau. Die halt nochmal sagt, dass dieser Satz halt wichtig ist und dass Bram im Prinzip der Schlüssel ist. Also wird noch mehr auf, Bram ist definitiv der Hauptcharakter aktuell in dieser Staffel, also im Champions-Set. Auf ihn lastet es. Ja, keine Ahnung, das ist das Einzige, wie ich mir das halt interpretieren kann. Noch kriegt er Energie von denen. Und wenn die ihm nicht mehr füttern, Bram Mortar stark genug ist, und wir haben unseren Champion direkt von dran, müsste funktionieren. Weil Bram Mortar kann Jormark nicht töten und Jormark kann Bram Mortar anscheinend irgendwie doch nicht töten, weil die können sich nicht sehen. Wie also, selbst wenn er stärker ist, wie kann er dann? Ja. Die Champions. Das ist doch das Ganze. Die Champions spielen da eine wichtige Rolle einfach. Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht einfach den finalen Streich gibt, wo Braham als Champion von Primordus Jormark den Gnadenstoß gibt und Ryland gleichzeitig Primordus den Gnadenstoß gibt, um das Gleichgewicht beizubehalten. Und damit kommen wir eigentlich schon mit den Kapiteln. Und Aurin heilt sie dann? Und dann sind sie... Oh, das ist... merkt euch das, Dotan wird recht haben. Das ist gut. Und wenn man jetzt überlegt, ne, das nächste Kapitel heißt ja Gleichgewicht. Und ich glaube, der letzte hieß irgendwas Richtspruch Urteil, oder sowas. Urteil. Genau. Ich habe nämlich heute auch schon Gedanken gemacht, wie kann es denn jetzt weitergehen. Erstmal, wir haben jetzt im ersten Kapitel 3 Drachenhilfsmissionen bekommen. Wir haben jetzt in der zweiten 4 bekommen. Das sind in der Summe 7. Und wir haben ja festgestellt. Feuerhetzhügeln und Blutsturm. Ja, warte. Du bist schon gut. Wäre schon gut unterwegs, dass es 10 gibt, und zwar in der Blutschirmküste noch 1, im Kaldernwald und im Feuererzüge. So, und ich habe mir mal angeguckt, welche Informationen wir schon haben. Wir haben die Information, dass in der Blutschirmküste wohl die Eisbrutsaga eine Rolle spielt. In der Blutstromküste. Ja, da haben wir Tengus doch gesehen im Trailer. Wenn es die Nein. Das ist, du bist schon einen Schritt zu weit. Okay, in der Blutschirmküste wissen wir, dass es wohl die Eisbrut ist, weil wir da im Trailer Schneefall gesehen haben. Ja. Wir haben aber da explizit keine Eisbrut gesehen. So, jetzt kommen wir zu deinen Tengus. Die sind nämlich im Kaldedonwald unterwegs. Und da haben wir sowohl Schneefall gesehen als auch Eisbrut im letzten Trailer. Und eine Geschichte, die nur über den Beherrschungspunkt aktuell angeteasert ist, ist der Feuerherzüge. Darüber hatten wir, glaube ich, vorhin schon ganz kurz gesprochen. Ja, irgendjemand hat es geschrieben im Chat, ja. Oder im Chat, genau. Meiner Meinung nach wird es dann wohl um die Zerstörer gehen. Aber dann sind wir fertig. Wir wissen sonst nicht, wir haben sonst keine weiteren Beherrschungspunkte mehr. Vielleicht könnte das wirklich bedeuten, dass das kommende Kapitel Gleichgewicht mit dem Thema Drachenhilfsmission Schluss macht. Und damit haben wir dann das letzte Kapitel Urteil, wo wir keine Drachenhilfsmission mehr vor uns haben. Und was wird da wohl kommen? Dass wir schon das Finale haben, also das erste Finale sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, es könnte aber auch sein, weil bis jetzt wurde ja eigentlich alles richtig gut, richtig eingehalten vom Namen. Wie hieß das erste nochmal? Kapitel 1 ist. Wow. So okay, das steht hier oben. Joe hat es sicher geschrieben. Wie heißt das erst? Ich habe es heute ein paar Mal gelesen, habe es dann wieder vergessen. Ist doch wohl nicht wahr. So unwichtig erschien tatsächlich. Wenn man leider mal braucht. Er hieß Waffenstillstand. Danke, meine Güte. Ja, was ja vollkommen Sinn ergeben hat, weil wir hatten einen Waffenstillstand mit Jormark. So, das zweite heißt, es ging Macht, weil Macht. Wir haben kennengelernt, dass Primordus immer stärker wird und Jormark. Wir haben jetzt im Grunde das Wettrüsten, Primordus und Jormark. Ja. Jormark zieht jetzt nach und holt noch mehr Kraft. Und im nächsten Kapitel geht es um Gleichgewicht. Und da wird es halt ganz sicher um das Gleichgewicht zwischen Jormark und Primordus gehen, die sich vielleicht dann schon komplett an die Gurgel gehen. Und am Ende dann das Urteil dann gesprochen von, wie wir jetzt vermuten, Aurin. Ja.
die als Prisma dazwischen steht und heilt. Aber ja, finde ich eine super Idee. Aber die Frage, die ich mir dann auch stelle, wenn es halt wirklich zu diesem, ich sag mal, finalen Szene kommt, diese epische Szene, wo Ryland Primordus tötet und Braham Jormak, ob dann vielleicht nicht auf Ryland und Braham dann das zeitlich segnen werden. Das bin ich mal gespannt. Vielleicht ist es auch so, dass dann vielleicht die Geister der Wildnis dann auch Braham retten und er deswegen nicht ins Gras beißt. Gut, vielleicht funktioniert es ja so, weil die Drachen sich gegenseitig nicht beseitigen können. Machen sie halt den Kampf zwischen den zwei Champions. Ich habe auch schon überlegt. Oder? Das macht ja meistens Sinn. Und wenn die sich töten, ja, dann stirbt der andere Drache halt, weil sie irgendwie verbunden sind. Ne? Ich habe mir auch schon überlegt, naja, es ist inzwischen ja so, dass es ist ja nicht so, dass Primordus stärker geworden ist und Jormak gleichzeitig schwächer geworden ist. Also wird ja mehr und mehr so beschrieben, dass Primordus einfach stärker wird und Jormak bleibt einfach auf seinem Stärkelevel. Ja, Primordus hat so ein bisschen so ein Goku gemacht gerade nach dem Training. Ja, genau. Ja, genau. Und dann ist Vegeta geblieben, wo nichts gemacht hat. Genau, und eine Überlegung, die ich gemacht habe, ist, naja gut, man kann halt auch hergehen und einfach das Level von beiden einfach senken. Ja, bis sie nur noch Eidechsen sind. Ja gut, dann müssen wir halt ziemlich viele Zerstörer besiegen, aber wir müssen schon halt die Eisboote. Das ist halt so. Aber wir haben ja viel Unterstützung, wir haben jetzt die Zwerge, wir haben die, wahrscheinlich im die 16. Tengus, wir haben die Skrit, am 16. kommen die Erhabenen. Ach so, die haben nur geteasert, dass in der nächsten Episode dann die Skrit. Genau, in den nächsten Kapitel bitte. Ah. Achten Sie bitte auf Ihre Wortwahl. Kommt wahrscheinlich als erstes kommen die Skrits und später kommen dann die Tengu im zweiten Teil. Ja, das wäre so typisch. Drei, noch länger anteasern. Wartet noch so ein bisschen, wartet noch und nochmal so ein bisschen, nochmal einen coolen Tengu mit dem Schwert diesmal, langsam Slow Motion. Ja, mich noch schön weiter anteasen. Ja, genau. Wie gesagt. Aber ich gebe dir recht, das mit den zwei, ich denke, dass sie sich wirklich bekämpfen, weil die haben nicht das Budget, um einen großen Drachenkampf zu machen. Es gibt kein Jormak-Kampf geben und es wird kein, weil von Primordus reicht, wenn die Schnauze wieder benutzt aus Draconis Mons in irgendeinem Lavasee im Hintergrund. Das heißt, da muss nicht mal groß sein, der ist halt wieder benommen und sieht halt nur die Schnauze von ihm. Mm. Und Jormak hat schon das Gesicht im Prinzip so, also den Kopf von ihm. Ich fände es vielleicht auch in Ordnung tatsächlich, wenn man einfach sagen würde, wir senken den ihr Kraftlevel so runter, dass sie jetzt erstmal nicht weiter Probleme machen. Wir gehen dann eben mal rüber nach Kanta und kommen dann wieder zurück und geben euch dann aufs Maul. Weil ich finde es ehrlich gesagt, wird das Ganze bisher Primordus überhaupt nicht gerecht. Ja, das ist halt das Problem. Also wenn man Primordus tötet, ist es halt ein Schlag ins Gesicht für jeden Guild Wars 1 Fan. Weil es war der erste, der erwacht worden ist. Und eigentlich denjenigen, wo man gesagt hat, okay. Und der wirklich auch ganz vielen Spielern von Tag 1 in Guild Wars 2 einfach im Sack gegangen ist, ja. Der in den Asura, in den Provinz Metriga auf den Sack gegangen sind. Stimmt. Die, was weiß ich, in Kalidon-Wald hatten wir keine, wenn ich das gerade richtig noch im Kopf habe. Wir haben Untoten ziemlich viel gehabt. Wir haben ziemlich viele Untoten gehabt. Stimmt, in Kalidon-Wald haben wir viele Untote, richtig. Eisbrut hatte halt die Norn, also das ist klar. Hatten wir noch? Kalkatoik war halt bei den Chars mehr oder weniger. Also, wir hatten schon die alten. Wir hatten bei den Chars. Nee, die Char hatten keinen Kalkatoik. Stimmt, die hatten Kalkatoik. Aber ich überlege auch, die könnten auch Zerstörer gehabt haben. Nee, die hatten die Flammenlegion. Die als Ding. Und die hatten nichts mit Primordus zu tun. Nee, ich überlege nur, ob es vielleicht irgendwo eine Ecke gab noch mit Zerstörern. Ich habe eher Flammeninventar, glaube ich. Würde ja passen zusammen mit den Flammenlegionen, weil die Flammenlegionen und die Zerstörer haben ja so eine Verbindung, so historisch gesehen. Der Kiwi, den holst du nach. Was ich im Chat lese, Kiwi hat seit November keinen neuen Kunden gemacht. Zum Schluss. Also es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt damit anzufangen. Eile ist keine geboten. Lass dir Zeit. Selbst wenn du jetzt nicht alle Kapitel, wenn du jetzt nicht Gruppen findest für alle Drachenhilfsmissionen, warte einfach bis zum 16. Februar ab, dann wirst du jede Menge Gruppen finden, weil dann wird es dann mit der Story nicht weitergehen, aber es wird nur weitere Beherrschung. Ach, ich habe eigentlich auch an dem Release-Tag ziemlich schnell eine Gruppe gefunden für Kapitel 1. Das war ja, deswegen sage ich ja, also wenn ihr jetzt keine findet, habt keine Angst, wartet bis zum 16. Februar. Oder in werdet ihr fragen, vielleicht macht dann jemand mit. Ja, genau, könnt ihr auch fragen, könnt ihr gerne in die Gilde beitreten. Kann ich auch gleich nochmal erklären.
Gut. Genau. Gab es sonst noch irgendwas, was interessant war? Ja, vom Guildchat war es sonst nichts Großes mehr. Das ist heute echt anstrengend, aber es macht massiven Spaß. Echt. Über Story zu philosophieren und Interpretation ist immer noch das Beste. Das nachzuerzählen ist immer so ein bisschen zäh, aber wenn man dann spekuliert, das war immer etwas, was mir gefallen hat. Ja, die Spekulation hat mir jetzt extrem gut gefallen. Das war im Prinzip das, was meine Aufgabe im Podcast war, all die Jahre. So. Ja, dann war's das eigentlich. Mach mal Schluss, ja. Mach mal Schluss. Bin ich begeistert von, weil wir haben jetzt, glaube ich, auch 2 Stunden oder so voll. Das reicht. Was sage ich denn dann immer so? Ich sage dann jeden Donnerstag um 19 Uhr, wenn ihr das gerade hier nicht live seht, sondern auf YouTube oder Spotify anhört, könnt ihr euch gerne mal auf twitch.tv/guildnews vorbeigucken. Jeden Donnerstag um 19 Uhr macht man das Ganze nämlich hier live. Ansonsten könnt ihr auch ansonsten immer vorbeischauen, könnt auch sehr gerne subscribieren oder einfach folgen uns auf Twitch. Wir haben nämlich ganz tolle Leute, die bei uns im Streamteam sind und dort streamen und sehr coolen Content machen, wie zum Beispiel Bad Pit Gaming, der vorhin mal kurz vorbeigeguckt hat, oder Seralex, heute hat er Seralex nicht bei uns gestreamt, aber Bad Pit Gaming hat heute bei uns gestreamt. Was gibt's denn noch so? Ja, genau, ihr könnt uns auch gerne auf Twitter folgen, auf Facebook, auf YouTube, könnt ihr uns auch abonnieren, wenn ihr das nicht getan habt, oder auf Instagram. Ihr könnt uns vor allem mal auf guildnews.de besuchen. Das würde euch nicht schaden, wenn ihr aktuelle Informationen haben wollt zu Guild Wars 2 oder Guides zu den Drachenhilfsmissionen zum Beispiel. Oder wenn ihr gerade eure Himmelschuppe baut, wie das überhaupt funktioniert und was man da so machen kann. Kann ich nur empfehlen, hat bei mir auch funktioniert. Ja, ich habe es ja letztes Jahr gemacht. Ja, ist doch gut. Ansonsten, wir hatten ja gerade schon die Guildnews-Gilde angesprochen. Wenn ihr der beitreten wollt, kann ich euch unseren Discord empfehlen. Dann könnt ihr euch einfach danach fragen, dass ihr gerne in die Gilde wollt, schreibt euren Accountnamen und wir laden euch ein. Unseren Discord könnt ihr uns ganz einfach joinen, indem ihr einfach discord.gg/guildnews in eurem Browser eurer Wahl eingibt. Dann öffnet sich schon euer Discord. Und ihr seid dann schon bei uns auf dem Server. Wow, sorry. Ansonsten, Moment, brauche ich mal kurz einen Schluck Tee, Wasser. Dann trink mal. Ansonsten würden wir uns natürlich wieder super, super freuen, wenn ihr wieder Kommentare hinterlasst. Das hat uns heute extrem gefallen und hat uns letztes Mal ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, dass nichts kam. Also wie gesagt, haut in die Tasten, lasst Kommentare zurück. Wir würden uns sehr freuen. Und bitte bewerbt euch als PvE oder PvP-Redakteur. Klar, ja, vielen Dank. Dann danke fürs Zuschauen an natürlich die Leute, die hier live dabei waren im Chat. Und danke an alle Zuhörer, die offline anhören. Habt eine schöne restliche Woche, schönes Wochenende. Bleibt gesund. Genau. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Macht's gut. Servus und Baba.